Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch, einem Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und die GastgeberInnen sind Rebecca, die Philosophin. Hi! Und ich, Paul, ein Sprachwissenschaftler. So erfrischend! Auch, ne? Neues Intro. Ja, genau. Ach, öfter mal was Neues. Ich habe eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, was ich sagen will. Aber ja, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge, in der es um das Thema gute und schlechte LehrerInnen geht, oder um es eigentlich noch genauer zu sagen, das Image von LehrerInnen und wie dieses Image, welche Eigenschaften, Verhaltensweisen, Eindrücke dieses Image als guter oder als schlechter LehrerIn sozusagen vermitteln. Aber bevor wir da jetzt genauer in den Aufsatz einsteigen, will ich dich, Rebecca, fragen, hast du denn eine besonders gute oder eine besonders negative Erfahrung aus der Schule mit Lehrkräften, die du teilen möchtest? Ja, also ich habe ja auch drüber nachgedacht, weil wir lesen ja eine Studie, wo Leute auch über ihre so Erinnerungen, wie du gerade gesagt hast, von guten und schlechten LehrerInnen berichten. Und da wurde so ein bisschen geguckt, was gibt's da für Gemeinsamkeiten. Und natürlich wird man daran angeregt, selber drüber nachzudenken aus der eigenen Schulzeit. Und ich glaube, mir sind so zwei Sachen aufgefallen erstmal, als ich so drüber nachgedacht habe. Und zwar, das eine ist, in Bezug auf gute LehrerInnen hat sich mein Bild ein bisschen gewandelt. Also im Sinne von, was fand ich eigentlich früher, was jetzt irgendwie zum Beispiel meine LieblingslehrerIn war und was würde ich jetzt im Nachhinein denken. Also so nach 10 Jahren nicht mehr in der Schule oder was. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich drüber nachdenke, wer fällt mir als erstes ein, wenn ich an eine gute Lehrperson denke, dann fällt mir eine Person ein, meine frühere Englischlehrerin. Und das hätte ich früher nie gedacht, weil die super streng war und auch ein bisschen merkwürdig. Sie hört das jetzt nicht, aber ich sag ja nicht, in welcher Klassenstufe das war. Aber super streng und super anspruchsvoll. Und ich war am Anfang, als ich angefangen habe, bei ihr Englisch zu haben, war ich plötzlich super schlecht im Gegensatz zu davor, weil sie einfach mega anspruchsvoll war. Und ich habe aber gemerkt, dass sie so richtig viel aus den SchülerInnen rausgeholt hat, zum Beispiel aus mir. Also ich hatte das Gefühl, sie hat das meiste, was ich in dem Stadium haben konnte, aus mir rausgeholt an Englischkenntnis. Ich habe mega viel gelernt und auch so längerfristig. Also ich habe, ich glaube, das ist eines der Fächer, in denen ich das meiste so gelernt habe an Kompetenzen und an Inhalten, das auch dazu geführt hat, dass ich jetzt irgendwie weniger Probleme habe mit der englischen Sprache. Das fand ich irgendwie interessant, weil ich hätte früher nie sie genannt. Ja, ja, ja. Also wie sich das so gewandelt hat, das fand ich irgendwie interessant. Aber ich könnte dir jetzt keine konkrete Anekdote erzählen. Das ist irgendwie das Zweite, was mir aufgefallen ist. Ich habe das Gefühl, in Bezug auf positive Lehrerfahrungen kann ich irgendwie nur sowas sagen, was ich gerade gesagt habe. Aber das ist ja jetzt nicht so eine konkrete Geschichte. Während ich das Gefühl habe, wenn man so über schlechte LehrerInnen nachdenkt, dann fallen einem eher Anekdoten ein. So. Ja. Also konkrete Sachen, die Person gemacht oder gesagt hat. Genau. Also könnte ich auch eine Geschichte erzählen, aber so super interessant ist meine diese Geschichten, glaube ich, nicht für die Leute. Aber vielleicht hast du ja eine interessante Geschichte. Also ich habe ja irgendwann, ich weiß gar nicht, ich habe nämlich über irgendeiner Folge über ErzfeindInnen geredet. Ja, ja. Da habe ich ja schon mal von diesem einen Lehrer erzählt, der sozusagen mir durch eine Verwechslung oder ein schlechtes Entziffern seiner eigenen Handschrift eine 4 eingetragen hat, statt eines Plus oder so. Ja. Aber das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Schlimme Story für Paul, könnt ihr euch anhören in der Smalltalk-Folge, glaube ich. Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Okay. Bin mir auch nicht sicher. Genau, aber deswegen will ich ein paar andere Sachen erzählen, weil das passt doch zu dem, was du sagst. Also ich habe zum Beispiel eine eher positive Erinnerung an einen Lehrer, das ist sozusagen nicht mehr jetzt erst für diese Folge gekommen, sondern schon so im Nachhinein, wenn ich da mit anderen ehemaligen MitschülerInnen reflektiert habe, da haben wir irgendwie gemerkt, hey Mensch, wir hatten ja diesen einen Chemielehrer, der war eigentlich super, wie soll ich sagen, unauffällig. Also der war einfach, der hat einfach seinen Job gemacht. Ja, der hat Unterricht gut vorbereitet, hatte einen konsequenten Plan, einen guten Aufbau, auch so über die Stunden hinweg, dass man immer irgendwie wusste, ach ja, stimmt, wir haben ja dieses Thema gerade und diese Experimentereihe oder so. War auch ein bisschen subtil lustig manchmal. Oder hat manchmal auch so, was sich bei Chemie natürlich immer anbietet, irgendwelche interessanten Experimente gemacht, wo man ein Reagenzglas durchbrennt, man denkt so, krass oder so. Ja. Aber der war relativ, also wie soll ich sagen, der war einfach auch total transparent. Man wusste irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, ich muss nur gut im Unterricht aufpassen und dann komme ich schon irgendwie in den zweistelligen Notenbereich und wenn ich richtig lerne und mir nochmal die Sachen anschaue, komme ich auch locker auf eine 1. Aber was heißt locker? Also natürlich irgendwie nicht mit nichts, aber der Unterricht war so gut, dass man eigentlich kaum selber was noch mitbringen musste, außer Aufmerksamkeit. Ja, man musste ja extra noch ein Lehrbuch gelesen haben, weil der Unterricht schon ausreicht. Genau. Also das war irgendwie, das ist aber auch so jemand, den ich im Nachhinein gut empfand. Ich hatte auch einen
echt guten Biolehrer, der sehr beliebt war, der hat also sowas gemacht hat, wie zum Beispiel zu sagen, so, okay, wir haben halt, was weiß ich, als ich in der Oberstufe war, und da hatte ich Biologie-Leistungskurs, wurde der irgendwie auf, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag nachmittags gelegt, also so die, sowas wie 8., 9. Stunde. Und einige von uns hatten die 6. und 7. frei und mussten dann also so relativ viel Zeit in der Schule verbringen, wenn wir dann noch auf diese Stunde gewartet haben. Als er das realisiert hat, hat er gesagt, ach, wisst ihr was, wir lassen das immer ausfallen und treffen uns dafür aber einmal im Monat für den ganzen Tag bei mir zu Hause auf dem Bauernhof und dann machen wir da Unterricht und ich zeige euch was und dann sind da noch irgendwelche interessanten, echten Dinge, die wir schauen können. Wir gehen wandern in den Wald, dann lernen wir es über Ökologie. Und das war halt, im Nachhinein habe ich gepeilt, dass das auch super risky war, weil wir waren natürlich alle da irgendwie wegen eines Schul... Wir waren ja nicht offiziell in einem Schulausflug angemeldet. Wäre da was passiert, hätte er echt krass Probleme bekommen. Aber wir fanden es natürlich alle toll, weil wir irgendwie dachten, das ist ja viel geiler, als irgendwie die ganze Zeit im Klassenraum zu sitzen. Also wir hatten natürlich auch normalen Unterricht bei jemandem, den anderen Stunden und so, aber er hat das immer irgendwie so koordiniert, dass es irgendwie gepasst hat oder so. Also hat so oft so viele auch Aktivitäten darüber hinaus gemacht, wo wir einfach, weil es Spaß gemacht hat, dann dabei waren. Und es ging dann eigentlich auch über die Zeit hinaus, die wir normalerweise in Schulstunden verbraucht hätten, weil wir es irgendwie interessant fanden halt. Also das waren so die positiven. Die bankst du jetzt auch gerade meine These von eben, dass man bei positiven Lehrpersonen eigentlich keine Anekdoten, sondern eher so globale Urteile fällt. Aber gut. Ja, gut. Nehme ich dann zurück. Aber ich habe trotzdem auch bei negativen Anekdoten, was weiß ich. Wir hatten bei negativen habe ich das Gefühl, dass man eher Anekdoten hat. Konkrete Sachen und bei positiven eher so Sachen wie im Nachhinein habe ich realisiert, all diese Stunden haben mich zu dem Mensch gemacht. Ja, ich meine, wir hatten zum Beispiel, ich glaube, bis zur Mittelstufe oder so gab es bei uns an der Schule auch Religionsunterricht bei einem echten Pfarrer sozusagen, der da halt für diese Stadt zuständig war. Und der ist aber auch voll cholerisch gewesen, dass da manchmal, wenn irgendjemand nicht wusste, wie viele Apostel es gab, hat er die Leute dann so beschimpft oder so, oder hat seinen Schlüsselbund nach denen geworfen oder so. Stimmt, das kenne ich auch so noch. Klassiker. Schlüsselbund oder Kreide werfen. Ja, genau. Ja, stimmt. Also solche Sachen kann ich halt nennen. Eigentlich, dass man das so relatable ist, echt krass irgendwie. Ja, und wir hatten noch einen Lehrer in so, wie heißt das, Gemeinschaftskunde hieß das damals, wäre jetzt wahrscheinlich POVI oder so Politik und Wirtschaft oder Gesellschaftslehre hieß das bei mir. Ah ja, genau. Und der wirkte eigentlich immer, also er hat immer nur, der kam, das war so ein alt 68er-Typ, der kam einfach immer so in den Unterricht, hat dann einfach so loserzählt über die Dinge, die gerade aktuell passieren. Ja. Und dann wer halt irgendwie Zeitungen gelesen hat oder irgendwie in einem Haushalt aufgewachsen ist, dass er oder sie politisch interessiert schon war oder so ein bisschen vorgebildet war, konnte dann einfach gut mitreden, hat dann eine gute Note bekommen, alle anderen, die geschwiegen haben, haben halt dann irgendwie eine 3 bekommen. Also das war der Unterricht. Stimmt, so SchwaflerInnen kennt man auch oder halt diese, wir gucken mal einen Film, ne, oder machen mal alle Referate, aber immer Referate. Aber wir haben doch auch die Leute bei Instagram befragt. Da haben wir noch mal ein paar mehr Stimmen. Da haben wir auch gefragt, erinnert euch mal zurück an besonders gute LehrerInnen oder besonders schlechte LehrerInnen. Und vielleicht können wir einfach mal mit den guten anfangen. Ja, genau. Also positiv zuerst. Ja, genau. Also ich muss mich noch ein bisschen hier orientieren, ins Archiv schauen. Aber genau, wir haben nach beidem gefragt. Und was das alles mit dieser Untersuchung zu tun hat, die wir heute besprechen, werden wir euch gleich verraten. Ja, ich will erst mal kurz mit ein paar Beispielen an. Genau, ein paar vorlesen. Ne? Also sozusagen zum Beispiel bei Eigenschaften, also jemand hat zum Beispiel einfach nur kurz Eigenschaften genannt, die sozusagen assoziiert sind mit den positiven Erinnerungen an LehrerInnen. Das war zum Beispiel, dass die Leute strukturiert, empowernd und unprätentiös sind. oder jemand anders hat eine Anekdote geteilt, nämlich, ich lese sie einfach vor, weil dann ist es nicht verfälscht. Im Deutschunterricht musste ich die ersten beiden Seiten von Faust auswendig lernen und in einer kleinen Gruppe vortragen. Wir haben das quasi wie die Comedian Harmonists gemacht und das hat mir so den Zugang zu diesem Werk ermöglicht. Ah, krass, also, ja. Also so ein bisschen dieses, so eben nicht nur stumpfes Auswendiglernen, sondern auch irgendwie auch so ein bisschen performativer zu machen, scheint irgendwie gut. Ja, und auch wahrscheinlich selbstständig, weil die Person durfte sich ja selber aussuchen, wie sie es genau macht. Das stimmt, cool, du hast recht. Wenn man so die eigenen Fähigkeiten noch nutzt, so ey, ich singe eh gerne, deshalb nutze ich das jetzt, um mich der Literatur zu nähern oder was auch immer man für Talente hat. Mm-hmm. Ja, und dann ist hier noch eine, finde ich, ganz schöne Geschichte, und zwar, ich lese sie auch einfach vor, nämlich diese: Ich war immer sehr gut in der Schule, außer in Mathe. Mein Papa meinte immer, ich hätte zu viel Angst vor Zahlen und ich habe nie verstanden, was er damit meint. In der 10. Klasse war ich in allen Fächern gut, nur in Mathe stand ich auf 5 Punkten. Also beschloss ich, egal, ich konzentriere mich ab jetzt nur noch auf alle anderen Fächer, dann kann ich das im Abi irgendwie ausgleichen.
In der Oberstufe habe ich eine neue Lehrerin bekommen. Sie war jung, locker, ohne sich anzubiedern und vor allem hat sie an mich geglaubt und wahrscheinlich hatte sie auch einen Sinn für transparente Unterrichtsgestaltung. Sehr süß, ne? Und innerhalb weniger Wochen, Ausrufezeichen, Klammern in Klammern, hatte ich total viel Spaß am Unterricht, habe meiner besten Freundin Nachhilfe gegeben und hatte in der Abi-Prüfung 13 Punkte. Ja, das ist mega schön. Ja. Aber auch ein bisschen krass, dass es immer so krass an der Lehrperson hängt. Das, ich finde, das ist auf der einen Seite bei diesen empowernden Geschichten, finde ich das immer schön und gleichzeitig denke ich, das ist halt so zufällig, dass du so eine coole Person hast. Und wenn so viel immer an der Lehrperson steckt, ist das halt irgendwie so ungerecht, finde ich. Also das schwingt immer so ein bisschen mit, aber voll die schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, voll. Side Note, wir planen ja auch eine Folge zu, warum ist Mathe eigentlich das Hassfach von so vielen Leuten? Da gibt es nämlich so eine Studie oder so eine Theorie zu, die habe ich irgendwo aufgeschnappt. Mhm. Und vielleicht machen wir da demnächst mal eine Folge. Mhm. Falls das also die Person auch interessiert. Ja, na gut, können wir auch direkt zu den negativen Sachen switchen, weil hier ist auch direkt ein Beispiel, was mit Mathematik zu tun hat, nämlich diese Geschichte. Ich war auf einer Mädchenschule mit sehr privilegiertem Klientel. Tendenziell befand ich mich finanziell aber eher am unteren Rand dieses Kosmos. Unser Politik- und Wirtschaftslehrer, ach ja, stimmt, ist ja gar nicht Mathe, aber es hat trotzdem was damit zu tun, hat uns in der 7. Klasse versucht, irgendwelche Mechanismen, Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage, PR-Strategien, anhand des Beispiels Einkaufen in einer Boutique zu erklären. Ich hatte keine Ahnung, wovon er spricht und habe mich noch exotischer gefühlt als sowieso schon. Boah, krass. Ja. Ich glaube, ich war auch noch nicht mal in der Boutique, so mit 30. Ja. Krass. Ja, also das ist ja auch eine Sache, die später noch kommt. Das hat ja was mit so ein bisschen schlechter Urteilskraft zu tun. Also dass der Lehrer nicht so richtig auf dem Schirm hat, okay, was richte ich eigentlich mal in meiner Art der Beispiele an? Wahrscheinlich hat die Person das ja nicht böse gemeint. Ja, so, ja, ja. Aber hatte halt überhaupt nicht auf dem Schirm, wie kann das auf Leute wirken? Und es hat ja fast eine Art von Demütigung zu tun auf so einem impliziten Level. Weil die Person sich ja selber dann in ihrem Selbstbewusstsein wahrscheinlich super negativ gefühlt hat. Ja, und das ist ja auch so ein Klischee, wenn du sagst, ich bin auf einer Mädchenschule und mache ein Beispiel mit einer Boutique. Also das finde ich auch noch total daneben. Stimmt, dachte der sich auch noch so richtig eklig. Ja, die Mädels interessiert sowas. Richtig. Ist ja auch noch blöde. Stimmt, also, ja. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Naja, also, wir wollen der Person jetzt nichts vorwerfen, ne? Keine Ahnung, was sie sich gedacht hat. Aber es kommt so, wenn man das liest, kommt es so rüber. Ja, ja, es ist ja dieses Urteilsding, also Urteilsfähigkeit irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht, sagen wir mal, positiv gefärbt, veraltet. Hat sich nicht komplett Gedanken gemacht. Ja, genau, genau. Genau, dann vielleicht noch zwei Geschichten. Und zwar einmal so, in der 7. oder 8. Klasse hatte ich einen Lehrer in Religion, der uns ein halbes Jahr lang nur Filme und Serien schauen ließ. Darunter waren übrigens mehrere Folgen X-Faktor. Wir erinnern uns an unsere Folge dazu. Finde ich auch interessant, was warte, man lass da mich wohl mal macht. Zu Ende lesen. Okay. Also darunter waren mehrere Folgen X-Faktor, mehrere Dokus. Ich erinnere mich an eine über Satanismus und als Krönung Sleepy Hollow. Nein, das ist wirklich kein Scherz. Ja, okay, das ist krass. In der 7. Oder 8. Klasse Sleepy Hollow ist schon krass. Das ist schon ein krasser Film. Ah, ich kenne ihn nicht. Aber ach so, okay. Also der ist schon ziemlich gruselig und auch ziemlich eklig, glaube ich. Ist das nur so ein kopfloser Reiter oder so? Ja, ja, oder ist ja, das so? Ja. Krass, ja. Und ich würde mich dann auch interessieren an dieser Stelle, ob damit irgendwas ernsthaft gemacht wurde. Mhm. Weil was macht man im Religionsunterricht damit? Ich meine, so gut habe ich den Film nicht auf dem Schirm. Auch bei X-Faktor würde man sich fragen, okay, gut, da kann man vielleicht noch was theoretisch könnte man was Cooles aus X-Faktor machen. Man muss dann die Folgen natürlich auswählen, dass sie nicht zu krass sind, so wie mit den roten Augen oder so. Aber theoretisch so dieses Glaube, Wissen, Tatsache und dieser Kram. Theoretisch kann man da sicherlich was Cooles machen, aber so wie sie es liest, ist es eher so dieses, ich weiß nicht, was ich mache, ich lasse die Kinder was gucken, arbeite aber nicht konstruktiv damit. So heißt das. Und dann auch noch Filme, die irgendwie super krass möglicherweise traumatisierend sind für 13-Jährige oder wie alt man ist in der 7. Klasse. Ja, keine Ahnung. Ja, aber ich meine, es ist ja, also passt ja auch wieder zu der Studie, weil da ist ja auch eins der Themen sozusagen so wenig Aufwand, dass die Leute wenig Aufwand, wenig Mühe oder Bemühung zeigen. Ja. Und es wirkt ja so, weil ich glaube, das könnte ja auch der Anfang einer total tollen Geschichte sein, wenn es dahinter stehen würde. Und dann haben wir richtig toll darüber diskutiert, aber weil das hier nicht steht, gehe ich davon aus, dass damit nicht viel auch passiert. Auch die Reihung. Ist. Ich meine, wenn du eine Sache davon machst, also zum Beispiel eine Folge von X-Faktor könnte ja cool sein als Einstieg, aber da es alleine schon vier verschiedene Beispiele oder so sind, ist es so dieses typische, was man so assoziiert auch mit, es gibt ja, man hat immer diese eine Lehrerin, die immer Filme guckt, ne? Ja, aber nie ja. konstruktiv, also nie filmanalytisch oder so. Ja, 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 das, stimmt, das kennt man so. Ja, ja, und noch eine Geschichte ist hier, negativ ist mir ein Geschichtslehrer im Gedächtnis geblieben, er ließ uns
manchmal Dokus schauen. Dabei musste ein Schüler, eine Schülerin jeweils den Fernseher anschließen. Diese Situation nutzte er dann regelmäßig dazu, die betroffene Person zu demütigen, wenn nicht sofort die Kabel richtig eingestöpselt wurden oder ähnliches. Er fand es dann sehr lustig, das ständig zu kommentieren. Ah ja, okay, das ist auch wieder dieser Faktor der Demütigung. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an dieses, ne, wir sind ja schon so alt, dass wir auf jeden Fall noch dieses, man hat so einen Filmwagen immer geholt, so ein Rolltisch. Genau, so ein dicker Röhrenfernseher auf so einer Rollschublade, wo drin dann so Kabel und Anschlüsse und Videorekorder ist natürlich dabei. Stimmt, Videorekorder. Der musste immer geholt werden und bei mir war es eigentlich durchweg von der Grundschule bis zur Oberstufe auch noch so, dass immer die Lehrperson gesagt hat, ich brauche mal zwei starke Jungs, die den Filmwagen holen. Das war wirklich, also es war immer sexistisch, durchgehend. Fand ich richtig krass. Ja, stimmt. Ja, noch ein paar kurze Sachen nur noch. Nämlich zum Beispiel hat jemand geschrieben, hat sich in der Autorität angegriffen gefühlt, wenn ich etwas besser als sie wusste und dann gemobbt. Ja, krass. Also, genau, fehlende Kompetenz auf jeden Fall dann auch noch Demütigung. Ja, genau. Ne? Und hier noch einfach so eine Auflistung wieder von Eigenschaften jetzt im Negativen, nämlich fern meiner Lebensrealität, misstrauisch und frustriert. hinzufügen. Ja, genau. Kennt man ein bisschen. Und dann von jemandem, mit dem ich gemeinsam in der 5. und 6. Klasse war, nämlich in Anführungsstrichen als wie so eine Textsort oder Gameshow, lösen oder heulen an der Tafel bei einer bestimmten Mathelehrerin. Und da steht dahinter, Paul weiß, wovon ich rede. Und ja, ich weiß es. Okay. Also es war wirklich eine Lehrerin, die halt ultra streng war. Die hatte wirklich den Ruf, so die strengste Lehrerin bei uns an der Schule zu sein. Und das führte halt wirklich dazu, also wir wussten halt, die gibt uns Hausaufgaben und immer wenn sie dann zur Stunde kommt und das losgeht, pickt sie halt irgendjemanden raus, der muss dann die Aufgabe an der Tafel lösen oder die muss dann an der Tafel lösen. Und wenn es nicht klappt, also sozusagen, war der Stress oder diese Atmosphäre so bedrohlich, die sie aufgebaut hat, dass die Kinder dann wirklich geheult haben. Also es war wirklich... Geweint. Ne? Geheult hat sie immer sehr Ja, wieder. Ich wollte nur das Zitat wieder aufgreifen. Ne? Also wirklich dann die Leute dann wirklich, man schon das weinerliche Gesicht gesehen hat und so. Oh. Das war schon stressig irgendwie. Ne? Und ich weiß noch, dass ich war, aber es war so auch so eine typische, ich kenne auch viele, die gesagt haben, ja, die ist streng, aber fair, also genau diese andere Geschichte. Mhm. Ich hatte sie zum Beispiel später noch einmal in Physik in der 9. und 10. Klasse. Und fand sie da richtig gut, sozusagen. Aber wenn regelmäßig in deinem Unterricht Kinder weinen, solltest du dir vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken machen. Es war aber auch wirklich, also diese Kulisse so krass aufgebaut, ich wette, sie hat es auch ein bisschen genossen, weil wirklich, das führte dann dazu, weil sie mochte es auch nicht, wenn es laut war, wenn man in die Klasse kam, was irgendwann dazu führte, dass wir wussten, wenn wir jetzt gleich Mathe haben, dann stand immer irgendjemand quasi so Wache an der Tür und guckte, wann sie kommt, sozusagen. Und wenn sie dann kam, hat die Person gerufen, sie kommt. Und dann haben wir es alle schnell hingesetzt und gehofft, dass wir nicht drangenommen werden. So, ne? Ja, ich finde dieses Leute an die Tafel holen, die sich nicht freiwillig gemeldet haben, ist eh so eine Sache, die abgeschafft werden sollte, meiner Ansicht nach. Ja, ja. Das finde ich, das hat immer was sehr Demütigendes. Gerade wenn Kinder dann schüchtern sind oder so Performance-Angst haben, soziale Angst, ist einfach nicht in Ordnung. Auf verschiedenen Ebenen, meiner Ansicht nach. Ja, ja. Ich hoffe, man macht das heutzutage nicht mehr, aber ich kenne das auch noch. Ja, ja. Aber ich hatte das Gefühl, als ich in der Schule war, war das schon eigentlich out. Also sozusagen outdated. Ja, das kann sein. Nie in Ordnung, aber... Wann war ich in der 5., 6. Klasse? Boah, müsste ich jetzt zurückrechnen, aber warte mal, wie alt ist man da? 11? Nee, keine Ahnung. Ich weiß echt, ehrlich gesagt nicht. Du weißt ja gar nichts. Ich weiß auch nicht. Ich müsste jetzt rechnen, in der 1. Klasse bist du 7 und dann kannst du halt zählen, wie alt du bist. Ja, okay, 11, dann war das wahrscheinlich so Mitte der 90er oder so, würde ich mal sagen. Genau, also... Da war es noch nicht outdated offensichtlich. Ja, wahrscheinlich gibt es immer noch Leute, aber ich hoffe, es nimmt immer mehr ab. Okay, das sind super interessante Geschichten. Vielen Dank, dass ihr die auch mit uns geteilt habt. Also da freuen wir uns immer sehr und ihr müsst euch auch keine Sorgen machen. Wir behandeln das immer anonym. Ja, natürlich, klar. Ist ja klar. Was dann natürlich sehr auffällig ist, finde ich, dass primär negative Sachen kamen. Ne? Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass man häufiger, auch wenn man sitzt ja manchmal mit Leuten zusammen, irgendwie KollegInnen oder FreundInnen, und da kommt das Thema irgendwie auf und oft werden dann ja so eher negative Anekdoten dann irgendwie besprochen. Das ist ja schon auffällig jetzt gewesen, fand ich. Ja, voll. Also, ja, genau. Und ich fand auch, das war halt sehr oft eben dieses so, also es ist auch irgendwie krass, das sind ja manchmal so kleine Geschichten. Ich meine, guck mal, meine doofe Geschichte mit dieser 4 statt einem Plus habe ich immer noch im Kopf, obwohl es wahrscheinlich für diesen Lehrer völlig egal war, der wusste das 3 Monate später nicht mehr. Am nächsten Tag wahrscheinlich schon. Ja, genau. Und deswegen finde ich das irgendwie krass, was man da für einen Eindruck hinterlässt. Ja, was ist so wie lange das bei Leuten so bleibt. Ja. Ne? Das ist auch ein krasser Druck, so, wenn man darüber nachdenkt. Denkst du da manchmal so selbst dran als Lehrperson an der Uni?
Das, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, an der Uni ist ja nochmal, es ist irgendwie, finde ich, auch anders, weil es natürlich alles, ja, also auch natürlich hat man auch in der Oberstufe legal erwachsene Personen, aber im Studium ja noch eher. Ja. Und da habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass man ja automatisch, ich finde, durch diese, wie soll ich sagen, also durch dieses Setup, dass die Leute ja eigentlich freiwillig das machen, was sie studieren, ist es schon mal irgendwie, kann vieles von dem hier nicht passieren. Also ich finde auch zum Beispiel, ich kenne halt auch Leute in meinem KollegInnenkreis, die dann zum Beispiel sich ärgern, wenn Leute nicht regelmäßig kommen oder was weiß ich, mal irgendwie abgelenkt sind im Unterricht und so. Und ich, klar, ich kann ich mir idealere Unterrichtssituationen vorstellen, aber ich finde, die Leute wissen ja, was sie tun und warum sie da sind. Ich werde so oder so bezahlt sozusagen dafür. Ich mache quasi dann den Unterricht für die Leute, die es interessiert und versuche natürlich auch alle zu motivieren, dass sie es interessant finden, weil mir auch klar ist, dass es natürlich nicht alles ultra freiwillig ist, sondern man in bestimmten Strukturen drin ist und weiß, ja, jetzt muss ich dieses Feld oder dieses Modul abdecken. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht idealisiere ich die Uni auch, aber ich habe das Gefühl, es passiert schon eher weniger so. In unseren Fächern muss man natürlich dazu sagen. Ja, das stimmt. Also bei uns zum Beispiel in der Philosophie kannst du auch einfach nicht ins Seminar gehen und suchst dir 3 Wochen im Semester noch schnell ein anderes Seminar. Mhm. Das ist ja auch eine Sache. Die hast du jetzt sicherlich im Medizinstudium oder so nicht, würde ich jetzt schätzen, weil du da eher immer die gleichen, also dass du so Pflichtveranstaltungen hast. Ja. Aber vielleicht nur dieses Leuten so Urteile geben über sie selbst ist natürlich immer schwierig. Und ich habe ja zum Beispiel, wenn ich dieses Rhetorikseminar gebe, wo ich auch Leuten Feedback geben muss, mache ich es ja auch immer so, dass ich denen zum Beispiel, wenn die zum ersten Mal Feedback bekommen, nachdem sie mal was vorgetragen haben, gebe ich denen immer so einen Zettel. Also ich habe mir Notizen gemacht und gebe denen diesen Zettel und sage halt, wenn sie drüber reden wollen, kommen sie zu mir. Und ob sie die Inhalte dieses Zettels mit jemandem teilen oder nicht, ist ihnen überlassen, sodass halt wirklich jeder sein Feedback für sich selber hat. Und später, wenn die Gruppe sich besser kennt und ich immer wieder, reden wir auch drüber, wie ist es, wie übt man eigentlich positiv Kritik und wie macht man das und dann entsteht so eine ganz gute Gruppenatmosphäre eigentlich immer und ich finde das eigentlich auch mal ganz süß, weil mir mal eine Studentin, die ganz am Anfang in ihrem ersten Semester bei mir Rhetorik war, irgendwie später, keine Ahnung, 2-3 Jahre später gesagt hat, ich habe immer noch meinen Zettel mit dem Feedback, weil ich den so schön fand. Oder das so. Ist richtig cool. Ja. Also wie gesagt, ich achte dann drauf, dass die Leute wirklich, aber ich ja weiß irgendwie, mein Gott, die Leute haben sich jetzt vielleicht für dieses Fach entschieden, für diese Studienrichtung. Es ist ihr erstes Semester, sind in einem neuen Ort, müssen sich neu in der Gruppe und vielleicht neu in der Stadt auch zurechtfinden und so. Und denen dann zu sagen, sie können nichts oder sowas. Also würde ich eh nicht machen. Ist ja aber, auch ein Quatsch aus. Ja, genau. Ja, ich weiß. Ich wollte nur so eine general pauschalisierende Sache parodieren. Aber das wäre ja total daneben. Und deswegen, also wenn ich sowas mache, dann immer sehr positiv. Nee, auf jeden Fall. Finde ich auch super daneben. Aber ich habe das auch im Studium erlebt, dass ProfessorIn irgendwie vor allen gesagt hat, vielleicht nicht eine Person angesprochen. Mhm. Oder genau, wenn eine Person sich meldet und sowas gesagt hat, wie wenn sie so eine Frage stellen, dann ist das Germanistikstudium zum Beispiel nichts für sie. Ja, oder das Philosophiestudium oder was. Und das ist halt eine Sache, die einfach nicht in Ordnung ist. Ja, voll. Okay, gehen wir aber von der Uni wieder zurück zur Schule. Wir haben uns eine Studie ausgesucht, die eine super interessante Prämisse hat, meiner Ansicht nach. Die Studie heißt Constructing the Image of the Teacher on Reddit. Best and Worst Teachers, also Konstruktion des Image oder des Bildes von der Lehrperson auf Reddit, also der Internet-Diskussionsplattform Reddit, beste und schlechteste LehrerInnen. Und das ist eine Studie von 2 Wissenschaftlerinnen, deren Namen ich auf jeden Fall falsch ausspreche, deshalb versuche ich es am besten nicht mal, vom Department of Education. Und die arbeiten an einer kanadischen Uni. Mhm. Die Studie ist von 2017. Und was ich so interessant finde, ist, dass die tatsächlich einfach auf Reddit in die Suchfunktion Best und Worst Teacher oder Favorite and Least Favorite Teacher, also LieblingslehrerIn am wenigsten beliebteste LehrerIn eingegeben haben, um dann zu analysieren, was Leute für Anekdoten über gute und schlechte LehrerInnen geschrieben haben, um das dann auf Eigenschaften hin zu analysieren. Das ist so die Grundprämisse. Wir erklären das gleich nochmal ganz genau. Aber ich finde, das ist eine super interessante Prämisse für eine Studie. Und deshalb habe ich diesen Text vorgeschlagen, weil ich dachte, es ist mal was anderes als sowas, wie man gibt Leuten so Fragebögen, was ist dir wichtig bei einer Lehrperson? Und dann kreuzen die so bei Zuverlässigkeit an und Humor und so. Sondern das so andersrum zu machen und so nach Geschichten zu fragen und dann Eigenschaften abzuleiten. Finde ich irgendwie mega interessant. Ja, wobei, naja, nicht zu fragen. Sie haben ja einfach nur Sachen gesucht, ne? Also die schon da sind. Ja, klar. Ja. Also, nee, weil das ist ja schon, das ist ja gesagt, nach Geschichten zu fragen, ist ja nochmal was anderes, so wie, was sich,
bei der Folge über William Labov, der irgendwie Haus geht und sagt, irgendwie erzählt mir mal eure besten Geschichten, um Haus zu kriegen, wie gute Geschichten funktionieren. Ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, ich gehe einfach nur auf Reddit und gucke bei den Dingen, die schon da sind, was da geschrieben wurde. Ja. Das ist ja nochmal im Real Life. Genau, da habe ich mich blöd ausgedrückt, wenn das falsch rüberkam. Aber genau, wir erzählen ja auch gleich nochmal, wie genau das Studiendesign war, würde ich sagen. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, das finde ich irgendwie eine total interessante Herangehensweise an dieses Thema. Ja, ich finde sie halt auch zweischneidig natürlich, ne, weil Reddit ist natürlich eben nicht eine wissenschaftlich repräsentativ konstruierte Gruppe von Leuten, darauf gehen sie aber auch ein. Also vielleicht können wir das, weil ich wette, das ist bei ganz vielen sofort in den Köpfen aufgegangen, dass man sofort denkt, ja, Reddit, mein Gott, wer ist denn da überhaupt? Mhm. Vielleicht, wenn du nichts dagegen hast, würde ich das gerne schon jetzt thematisieren, weil ich glaube, sonst denken Leute die ganze Zeit darüber nach, ja, aber was soll uns das bringen, wenn das anonym ist? Ne? Aber sie versuchen genau auf diese Hauptaspekte von Reddit eben einzugehen und zu sagen, so, okay, diese Anonymität kann natürlich... Lass uns mal kurz ein Stück vorher anfangen und sagen, was Reddit überhaupt ist für Leute, die gar nicht wissen, was Reddit ist. Genau. Und dann kannst du noch mal gleich das mit der Anonymität sagen, okay? Mhm. Willst du? Nee, du bitte. Okay, also erstmal fand ich es interessant, dass Reddit ein Wortspiel ist von I read it on. Das war mir nicht bewusst. Ach so. Also es war eigentlich offensichtlich, aber es ist so eine Sache wie, oh, it was there all along, dass das so ist. Also ich persönlich bin nicht auf Reddit. Ich guck manchmal in solche Subreddits rein, aber deshalb kann ich nicht super viel dazu sagen. Aber das ist im Grunde eine Diskussionsplattform. Man kann sich da eben einen Account machen und kriegt dann so ein Nickname. Und dann postet man in sogenannte Subreddits. Das sind einfach so... wie so Facebook-Gruppen vielleicht ein bisschen, also so Themen, so Themengruppen oder Themen-Threads zu einem bestimmten Thema, also sowas wie, man kann so eine Frage einfach stellen, haben wir ja auch, haben wir glaube ich schon mal gemacht bei solchen moralischen Alltagsdilemmata, da hatten wir ja auch so, ich stelle jetzt eine Frage, von der beschreibende Situation und frage euch jetzt, was soll ich tun? Sowas passiert auf Reddit, aber auch sowas wie, was ist eurer Meinung nach der beste Spider-Man? Und dann schreiben da halt 50 Leute drunter, was der beste Spider-Man ist. Oder es gibt dann halt solche eben wie Facebook-Gruppen, wo so das Subreddit von, keine Ahnung, irgendeiner Uni oder von PhilosophInnen. Oder von Game of Thrones. Von Game of Thrones. Und dann gibt es so Unterabschnitte, wo Leute dann über dem einen Abschnitt über den und den Charakter reden, im anderen über die Buchreihe und so weiter und so fort. Ja. Ist quasi wie ein Forum, also ein klassisches Internetforum eigentlich mit super vielen Unterforen und eigentlich für alles. Ne? Für alles, genau, was man also sich vorstellen kann. Genau. Man kann das auch, wenn man keinen Account hat, lesen, deshalb haben wir da ja auch Sachen schon rausgezogen, aber man kann halt nicht drauf posten. Ja, ja, und jetzt kannst du nochmal weiter. Ja, genau, und ich meine, das, was die eben sagen, was der Vorteil ist, vielleicht in gewisser Weise ist das natürlich, dass durch die Anonymität ja auch so eine Möglichkeit gegeben ist, Geschichten zu teilen, die man vielleicht sonst nicht im Internet schreiben würde, wenn man persönlich erkennbar ist, weil das ja vielleicht peinlich wäre, dass einem sowas passiert ist. Ne? Also wenn man, was ich von einem Lehrer eben oder einer Lehrerin gemobbt wurde zum Beispiel. Also sie sagen, da kommen vielleicht authentische Geschichten zusammen. Sie haben aber auch ein paar Beispiele, wo sie sagen, da ist es relativ sicher, dass das wahrscheinlich eher ausgedachte Geschichten sind. Und die Kriterien dazu können wir auch gleich dann an der Stelle sagen. Aber sozusagen der Haupt, also das ist wie gesagt einer der Vorteile. Einer der Hauptnachteile ist natürlich, dass bei Reddit nicht die absolute, eine repräsentative Gruppe von Menschen sich verteilt, sondern sie haben halt eben zum Beispiel eine Studie zitiert, die 2012 so geguckt hat, wer ist denn bei Reddit? Und da war zum Beispiel die Messung irgendwie, dass 74% der Leute als Geschlecht männlich angeben. Und typischerweise ist das Alter unter, also 35 oder jünger. Und das führt zu einer Struktur, die sie, finde ich, ganz nett. Ich wusste nicht, dass es diesen Begriff gibt, als Toxic Techno Culture beschreiben. Also sozusagen in so technologischen Sachen wie in Internetforen oder nehmen wir auch mal Twitter oder Social Media allgemein oder so, ist halt genau durch diese Verteilung sozusagen so eine Übergewicht von jungen männlichen Personen führt oft überdurchschnittlich häufig zu misogynen, also frauenfeindlichen oder rassistischen Inhalten. Ja. Ja, das muss man jetzt einfach so festhalten. Ja. Das bezeichnen sie als Toxic Techno Culture und das muss man halt eben mit einberechnen. Das wird ja auch, glaube ich, ein bisschen eine Rolle spielen bei den Ergebnissen. Also sicherlich, ja. Also genau. Das Alter und das Geschlecht auf jeden Fall. Ja. Genau, genau. Und aber gleichzeitig ergibt sich dadurch jetzt auch wiederum eben, also was wiederum, warum man jetzt aufgrund dessen nicht trotzdem auf Reddit verzichtet, ist halt, dass sie sagen,
uns geht es ja in der Studie, ne, as constructing the image of the teacher. Also dieses öffentliche Image von LehrerInnen ist halt etwas, was auch durch Populärkultur, also Filme, Serien und was weiß ich alles mögliche, natürlich auch Bücher, ja, nehmen wir hier Harry Potter und die ganzen Lehrkräfte, die dort auftauchen und sowas. Das ist natürlich davon total geprägt. Fast jede und jeder hat irgendwie Erfahrungen mit der Institution Schule und dadurch auch Geschichten und Bilder im Kopf, wie gute, schlechte LehrerInnen sind. Und das macht es ja auch so besonders. Ja. Also, dass wir alle mitreden können, was gute und schlechte LehrerInnen ausmacht, weil wir alle schon mal welche erlebt haben, außer man wurde jetzt irgendwie homeschooled, ne? Aber das ist ja jetzt in Deutschland zum Beispiel eher nicht der Fall. Ja, genau. Und deswegen sagen sie, das hat eh einen Einfluss und sowas wie Social Media oder Internetforen wurde halt noch nie großflächig untersucht und deswegen machen sie es eben jetzt so ein bisschen stichprobenartig und fangen bei Reddit an, um eben zu gucken, was wird da eigentlich für ein Image konstruiert. Ist das, sage ich mal, deckt sich das mit den Dingen, die wir eh schon wissen aus der Populärkultur oder aus anderen Studien? Oder gibt es da vielleicht neue Erkenntnisse? Und das Ziel der Studie ist halt letztlich zu schauen, wie man das vielleicht auch in die LehrerInnen-Ausbildung wieder einfließen lassen kann. Dass man sagt, die arbeiten ja auch beide in der Lehrerinnen genau. Ausbildung. Genau. Finde ich mega interessant, genau, was du gesagt hast. Also genau, ihr Ziel ist ja so einen Zugang zu LeihInnen-Diskussionen zu haben. Und deshalb wählen sie ja auch Reddit. Also weil sie ja wissen wollen, nicht, okay, was sagen jetzt irgendwie Leute an der Uni oder so, sondern was sagen alle Leute in der breiten Öffentlichkeit über LehrerInnen, weil wie du gerade gesagt hast, es gibt halt einfach ein Image von LehrerInnen, irgendwie alle Personen haben das Gefühl, sie können da mitreden und es wurde eben in mehreren Studien gezeigt, das zitieren sie auch, dass sich dieses Image relativ zuverlässig durchzieht durchs Leben. Also wenn du dir irgendwie ein Urteil gebildet hast ab einem bestimmten Teilen deines Lebens, dann zieht sich das relativ gut durch und zwar besonders bei negativen Erinnerungen. Also negative Erinnerungen ziehen sich länger durch in Bezug auf die Lehrperson und möglicherweise auch in Bezug auf das Fach. Ne? Also dass man dann Mathe immer schlecht fand, weil man diese eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Zeigt sich ja perfekt bei dir, Paul. Du redest immer noch über diesen einen Geschichtslehrer. Also es scheint sich wirklich sehr zuverlässig, konsistent durchzuziehen. Du lachst jetzt, aber es ist wirklich so. Ich rede doch nicht immer über diesen Lehrer. Aber du hast alleine in diesem Podcast in 46 Folgen schon zweimal über ihn geredet. Über welche anderen Personen hast du denn mehr als einmal geredet in diesem Podcast? Ja. Über dich, keine Ahnung. Okay. Ja, okay, ist ja okay, ich nehme es an. Genau, und deshalb ist es halt interessant. Klar, Genau, vielleicht können wir kurz darüber reden, wie das so in anderen Formen der Populärkultur ist. Da haben sie ja auch ein bisschen so Filmanalysen zitiert, also die einfach Analysen, die geguckt haben, wie ist so das typische Bild von LehrerInnen in den Filmen. Und da kam eben raus, dass es bei guten Lehrpersonen ist, dass die sehr oft als AußenseiterInnen irgendwie gezeigt werden, als Person, die so gegen die Administration agiert oder so, die sich dagegen durchsetzt und der es halt besonders wichtig ist, dass die SchülerInnen so an erster Stelle stehen. Ja, genau. Also nicht die Bürokratie steht an erster Stelle, sondern der einzelne Mensch. Ja, genau. Und oft ist das so eine Narration, dass die Person sich so von der Antagonistin von den SchülerInnen so zu der Person, die sich Respekt erarbeitet, arbeitet. Ne, man kennt diese ganzen Storys. Ja. Eine Lehrperson geht in irgendeine Schule, wo vielleicht irgendwie ein schwieriges Setting ist und dann macht sie den besten Musikunterricht der Welt und gründet einen Chor und dann sind alle SchülerInnen glücklich. So, und das sind auch oft Frauen, das wird ja auch explizit gesagt. Weibliche Lehrerinnen. Es gibt auch zig Folgen in so Sitcoms und irgendwelchen anderen Serien, wo immer die Hauptfiguren, die man so kennt, plötzlich aus irgendwelchen Gründen an eine Schule geraten und da unterrichten müssen. Und dann sind sie natürlich auch immer die AußenseiterInnen, die aber durch ihre praktische Lebenserfahrung irgendwie alles so auffrischen, ja, dass man dann irgendwie weiß, so, ja, krass, ich weiß, eines der ersten Male, dass mir das begegnet ist, war tatsächlich noch der Prinz von Bel-Air, also mit Will Smith, ist ja so eine 90er-Jahre-Sitcom, der natürlich auch so, das ist ja der Gag, er kommt, glaube ich, aus L.A. und eher aus so ärmlichen Verhältnissen und kommt dann eben nach Bel-Air in so eine reiche Stadt und dass er irgendwann an so einem reichen College als Aushilfslehrer, aber alle finden ihn toll, weil er natürlich so eine Street-Credibility quasi hat und dass er so der beliebteste Lehrer oder so. Ne? Und all solche Sachen, also das kennt glaube ich, jeder von uns. Ja, aus wir kennen alle diese, genau, wir kennen diese Filme oder Serien, genau. Ja. Und schlechten Lehrpersonen ist es im Gegensatz dazu, dass die so als herzlos, unantastbar und auch ein bisschen merkwürdig inszeniert werden. Mhm. Oft sind das Leute, die halt ganz krass mit der Administration mitgehen, also die irgendwie SchülerInnen kontrollieren und verpetzen und solche Sachen, die ganz krass auf Regeln gehen. Und häufig auch werden sie auch als faul und in Anführungsstrichen hässlich inszeniert. Mhm. So wird es halt da gesagt. Klar.
Ja, und die Tests stehen im Fokus. Ja, also ich weiß auch, jeder böse Lehrer in einem Film muss in die Klasse kommen und sagen, Überraschungsklausur, und dann sind alle so, Ja, das ist auch so ein typisches Stimmt. Muster. Stimmt. Ja. Genau, und da sagen Sie jetzt, das ist ja super interessant. Aber natürlich ist es bei diesen Fiktionen so, dass die Unterhaltung und das Drama irgendwie an erster Stelle steht und nicht natürlich die Akkuratheit. Und deshalb ist es ja auch so interessant zu gucken, wie das auf Social Media repräsentiert wird. Und das könnte ja jetzt einfach die Wichtigkeit dieser Analyse irgendwie zeigen, so als ersten Schritt. Okay, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen näher über die Methode reden? Also Sie haben das selbst beschrieben als Qualitative Text Analysis. Ich weiß Oder nicht, wie man auf Deutsch sagt, qualitative Textanalyse. ja, Ja. kannst du dazu was sagen? Ja, ich meine, im Prinzip heißt es ja nur eine quantitativ wäre es halt, wenn sie irgendwas gezählt hätten, wenn sie irgendwie gesagt hätten, wir, keine Ahnung, markieren einfach, was sich alle Wörter, was sich, wir gucken nach Wörtern, da ist irgendwie das Wort, was weiß ich, langweilig, und dann zählen wir, wie oft langweilig vorkommt, und das war's schon. Aber qualitative Textanalyse heißt, dass da einfach mehrere Leute Texte lesen, im Optimalfall auch so, dass sie sich zum Teil ein überschneiden. Also dass nicht nur eine Person einen bestimmten Ausschnitt liest. Und sie haben ja insgesamt, haben sie sozusagen über die Jahre 2009 bis 2015, haben sie einfach geguckt, nach Threads im Forum mit den Titeln Best oder Worst, Teacher. Teacher oder Least Favorite oder nur Favorite Teacher, und dann haben sie 8 Threads rausgesucht, die insgesamt 600 Kommentare haben, die sich irgendwie auch mit persönlicher Erinnerung beschäftigen. Das heißt, diese Threads haben vielleicht auch mehr Kommentare, aber die, wo klar wird, hier geht es irgendwie um persönliche Erinnerung. Und das ist ja nichts, was man quantitativ, also durch Zählen rauskriegt, weil die Leute nicht schreiben, hier kommt eine persönliche Erinnerung oder I remember oder so, sondern man muss irgendwie beim Lesen erkennen, Ja, was die haben das scheint. händisch gemacht, das haben nicht irgendwelche Computer oder so Ja, gemacht. genau. Genau, also 8 Threads, wie du gesagt hast, 4, die sich mit den besten LehrerInnen und 4 mit den schlechtesten LehrerInnen beschäftigen. Und da haben sie sich dann vor allen Dingen auch also bei Reddit ist das auch so, dass man Kommentare hochvoten oder runtervoten kann. Also man kann denen sozusagen ein Like oder ein Dislike geben. Und je mehr Likes es hat, desto relevanter wird es und desto eher geht es nach oben. Also dass man es ganz oben angezeigt bekommt. Das heißt, man geht auch davon aus, dass die Kommentare, die oben sind, die repräsentativsten Kommentare sind. Genau, und da haben sie 300 Kommentare für die beste Lehrerin und 300 für die schlechteste, also genau gesplittet eben, angeschaut und analysiert. Und ich habe mir aufgeschrieben, das sind ungefähr die Hälfte der Kommentare unter diesen Threads. Also sehr offensichtlich sehr viele Kommentare in diesen Diskussionsbeiträgen. Ja, und was halt bei so einer Studie, die qualitativ läuft, dann passiert ist natürlich, dass die Leute diese Texte lesen und sich immer wieder über ihre Lektüre austauschen und sagen, so, mir sind die und die und die Muster aufgefallen. Dann sucht man vielleicht so Oberkategorien dafür oder Begriffe oder so Leitmuster und sagt, das nenne ich jetzt mal so und so, das nenne ich jetzt mal so und so. Und am Anfang haben sie das Ganze sozusagen auf 15 Codes, nennen sie halt, reduziert. Und später haben sie dann diese 15 Codes wiederum zusammengeführt, um das besser zusammenzufassen können, auf 4 sozusagen Leitthemen, die sich durch das Ganze durchziehen. Wollen wir die schon sagen? Ja, ne? Und diese 4 Leitthemen sind in gewisser Weise auch so ein schönes Schaubild eigentlich auch erstellt, weil sie sagen, es gibt einerseits auf der linken Seite, könnte man sagen, die, sage ich mal, professionellen Qualitäten, Eigenschaften der LehrerInnen, ja, also wie kompetent sie zum Beispiel Fachlich, sind, sowas, ja, solche Sachen. fachliche Fachmethodisch, ja. Kompetenz, genau. Dann gibt es auch auf der linken Seite auf die Lehrperson bezogen persönliche Qualitäten, ja, also zum Beispiel, ob jemand humorvoll oder witzig ist oder so. Und dann gibt es sozusagen auf der anderen Seite die SchülerInnen. Da geht es dann quasi um die Einwirkung oder auf den Impact, sagen sie halt so schön, auf die SchülerInnen. Ja, Also also das. längerfristiger Einfluss könnte man Ja, sagen. das ist gut, genau. Längerfristiger Einfluss, also genau wie du diese Beispiele, die du gibst mit danach konnte ich nie, hatte ich immer Angst vor Mathe oder so, wäre so was Genau. Typisches. Ne? Ja, oder Oder dass die Lehrerin so im Nachhinein denkt, habe ich so gemerkt, ah krass, ich habe mega viel gelernt im Englischunterricht. Naja, oder hier eben bei unserer Geschichte jetzt bei Instagram, nämlich ne, diese eine Lehrerin in der Oberstufe, die dann an mich geglaubt hat und dadurch bin ich gut in Mathe geworden, ist ja genau Stimmt. das. Ne? Also die langfristige Einwirkung auf mich ist, ich habe gemerkt, es war nicht Mathe, es war nur irgendwie diese tolle Lehrerin, die mir sozusagen den Durchbruch verschafft hat. Und dann sozusagen als Schnittmenge zwischen diesen beiden Seiten, also links die professionellen und persönlichen Qualitäten der LehrerInnen, rechts die Auswirkungen auf die SchülerInnen und in der Mitte so ein bisschen das Beziehungsverhalten zwischen ihnen beiden. Also dass man irgendwie sagt, so und so war das Verhältnis zwischen den LehrerInnen. Also das scheinen so die 4 Genau. Leitthemen zu sein, die in diesen Geschichten geteilt werden. Also ne, was kann diese Person fachlich? Wie ist sie persönlich? Wie verhält sie sich gegenüber SchülerInnen und welche Auswirkungen hat das Ja, auf die nee, SchülerInnen? das ist Das finde gut. ich eine schöne Voll. Zusammenfassung, dass man merkt, ja, stimmt, das sind wahrscheinlich auch die,
wie soll ich sagen, die Hooks, ja, also die Stellen, an denen ich auch anknüpfen würde, wenn mich jemand fragt, erinnerst du dich an positive, negative Sachen? Ja. Und ich finde ja auch alle Sachen, die wir bekommen haben, passen ja total voll dazu. Voll, ja, ja. Ich finde, das sind richtig gute Kategorien, um das Ganze zu strukturieren. Natürlich kann man sagen, okay, es gibt irgendwie auch Sachen, die fallen irgendwie in mehrere Kategorien oder sind so in der Schnittmenge, aber solche Kategorien sind ja immer eher künstlich, aber sie helfen total, das Ganze zu strukturieren. Ja, deshalb sind sie gut. Zusätzlich haben sie dann noch geguckt, wird etwas über das Geschlecht der Lehrperson gesagt, über das Fach und über die Jahrgangsstufe, weil sie da am Ende auch noch Sachen zu sagen. Da kommen wir aber ganz am Ende zu. Also sie haben auch noch geguckt, okay, welche Pronomen werden genannt. Manchmal sagen die Leute ja auch sowas wie Mrs. Schwartz, meine Englischlehrerin oder was. Keine Ahnung. Und dann sehen sie ja, okay, das und das Geschlecht ist das genau, welche Klasse und welches Fach. Ja, und das ist vielleicht auch spannend, will ich noch kurz ergänzen, dass sie, das haben sie sich nicht vorher vorgenommen, sondern sie haben eben in dieser qualitativen Analyse im Austausch gemerkt, ups, das scheint immer eine Rolle zu spielen, zum Beispiel mit welchen Fächern das zusammenhängt, mit welches Geschlecht auf die LehrerInnen projiziert wird und so. Mhm. Und dann fand ich das spannend, dass sie dann von sich aus gesagt haben, okay, das scheinen drei Faktoren zu sein, die wir auch noch mit bedenken müssen, weil sie wirklich eine Rolle spielen. Ne? Also welche Klassenstufe, welches Fach, welches Geschlecht. Ja, da kamen ja auch am Ende sehr interessante Sachen raus, gerade in Bezug auf Geschlecht, aber ich würde sagen, da kommen wir am Ende zu. Ja. Wollen wir einfach jetzt direkt einfach die Kategorien durchgehen und dann uns die Ergebnisse angucken? Finde ich auch, ja genau. Sie fangen ja mit professionell an. Ja. Das ist auch, also das, was am häufigsten vorkam, sind professionelle und persönliche Qualitäten. Ne? Mhm. Persönliche glaube ich am meisten, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das ist also das, worüber die Anekdoten häufig sind. Ja, genau. Ja, und ich fand es auch spannend, weil ich war natürlich als Sprachwissenschaftler auch immer interessiert, was sind jetzt die wortwörtlichen Formulierungen, die gefallen sind. Deswegen habe ich mir die vor allem rausgeschrieben bei diesen Ergebnissen. Aber ich fand es auch spannend, dass sie genannt haben, wie zum Beispiel diese Reddit-Threads hießen, weil wenn man sich jetzt fragt, was heißt denn jetzt genau? Ich habe ja gesagt, die Stichworte sind Best, Worst, Least, Favorite, Teacher oder so. Mhm. Aber sozusagen jetzt ganz konkret hießen zum Beispiel zwei der Threads, also einer hieß What made your favorite teacher? Also was machte dein Lieblingslehrerin zur Lieblingslehrerin? Mhm. Und das andere zum Beispiel ist bei negativ war, who was the worst teacher you had and why? Also wer war die schlechteste Lehrerin, die du hattest und warum? Ja, ah, krass, das habe ich total überlesen. Ah, ja, wo stand das denn? Ich weiß nicht mehr, wo das stand. Okay, ich habe es mir rausgeschrieben mit Anführungsstrichen. Soll ich jetzt das erste Mal? Ja, okay, ich, krass. Also ich habe es mir mit Anführungsstrichen rausgeschrieben. Das heißt, ich habe es also... auf jeden Fall. Das ist ja auch das Gute, dass wir beide das lesen. Ja, genau. Das soll ich mich total überlesen. Sehr gut. Ja. Voll interessant. Okay, wollen wir anfangen? Also was wurde über die professionellen Qualitäten gesagt? Mhm. Erstmal fangen wir vielleicht an mit die beste Lehrerin. Da habe ich mir aufgeschrieben, was da genannt worden sind. Die Kategorien intelligent, engagiert, hingebungsvoll. Bei hingebungsvoll habe ich mir manchmal auch so bei... Also da standen immer die Kategorien und dann manchmal noch so Textbeispiele von den SchülerInnen. Ja. Und da habe ich mir aufgeschrieben, bei hingebungsvoll kam trotz Autounfall mit noch getrocknetem Blut an der Stirn in den Unterricht. Mhm. Da dachte ich auch so, okay, das hätte auch niemand erwartet. Genau, also intelligent, engagiert, hingebungsvoll. Dann habe ich mir auch sowas wie easygoing, also so chillig, könnte man sagen. Ja, oder locker. Locker, entspannt. Ja. Und dann dieses typische streng, aber fair. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe und was, glaube ich, was man häufig auch so ein bisschen im Kopf hat. Ja, voll, ja. Ja, ich fand auch da die Formulierung sozusagen ganz spannend, die da so als Zitate kamen. Also die Leute sowas wie he knew his field, also er kannte sich in seinem Feld aus oder so. Also super kompetent. Und was ich auch spannend fand, waren, dass fast auch so rhetorische Qualitäten eine Rolle gespielt haben. Sowas wie, dass die LehrerInnen konnten so capture attention, also konnten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder so. Das scheint ja auch sowas zu sein. Finde ich irgendwie witzig, weil ich kenne das auch aus ganz vielen Erzählungen, dass Leute sowas sagen wie, eigentlich hat mich das Thema XY eigentlich nicht interessiert, aber er oder sie konnte das so gut erzählen oder vermitteln, dass man plötzlich gedacht hat, das ist ja echt interessant. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass man das Gefühl hat, wenn man einer Person anmerkt, dass sie brennt für ihr Fach, dann hat man das Gefühl, dass man auch selber so eine Leidenschaft möglicherweise entwickelt. Also das kenne ich bis heute noch. Wenn Leute Vorträge halten und so mega engagiert sind, bin ich so, boah, das scheint das beste Fach der Welt zu sein. Ja, das finde ich auch total lustig, weil in den 6 Jahren, in denen ich diese Rhetorikkurse hatte, eröffne ich immer die erste Sitzung damit, dass ich irgendwie nicht, ich eröffne es nicht direkt, natürlich sage ich erstmal organisatorischen Kram, aber dann, wenn es inhaltlich losgeht, sage ich, so, jetzt nehmen Sie sich alle einen Zettel und nehmen sich 3 Minuten Zeit und schreiben mal alles, was Ihnen einfällt auf diesen Zettel, was für Sie einen guten oder eine gute Rednerin ausmacht. Mhm. Und dann schreiben die Leute Dinge auf und dann mache ich ein Tafelbild. Und das ist oft auch ein bisschen unterschiedlich, das ist manchmal auch so ein bisschen jahrgangs- und so modeabhängig, würde ich sagen. Also manchmal gibt es dann so, was sich ist viel so Emotionalität
im Diskurs oder in der gesellschaftlichen Diskussion, dass Emotionalität wichtig ist. Dann geht es eher um diese Themen, manchmal geht es auch um andere Themen. Aber was immer vorkommt, ist dieses, die Leute müssen auch selber begeistert sein für das, wovon sie reden. Ja. Das kommt immer. Ja, und also ich meine, zu Recht ja auch. Ne? Also, ja, also ich finde, das ist wirklich, das ist eines der wichtigsten Sachen. Ja, und wenn eine Person zum Beispiel mir das rückmeldet, so wenn ich Feedbackbögen am Ende des Seminars mache und jemand sagt das über mich, freue ich mich immer mega. So, weil ich das Gefühl habe, das ist so voll das geile Kompliment. Irgendwie. Ja, voll. Also ja, weil es ja auch stimmt. Also weil ich brenne ja auch dafür und wenn es rüberkommt, freue ich mich voll. Okay, wollen wir zu den schlechtesten LehrerInnen? Mehr habe ich mir nämlich zum Besten bei professionell nicht aufgeschrieben. Also ja? ich will noch ein paar Sachen sagen, die vielleicht auch was mit diesem professionellen Feld zu tun haben, weil obwohl es fällt auch ein bisschen dieses Persönliche rein, aber ich fand das witzig, weil es so ein bisschen auch dieses positiven Sachen, die wir schon genannt haben, so ein bisschen auch konterkariert, worauf es auch in der Studie immer wieder so hingewiesen wird, dass manchmal so die Erwartungen nicht, wie soll ich sagen, einheitlich sind. Also zum Beispiel ist eine der Sachen, die genannt worden ist, war dieses, ich habe, egal was ich gemacht habe, ich habe trotzdem noch ein A, also eine 1 bekommen oder die Bestnote bekommen. Ja. Das ist ja auch ein bisschen bei diesem Easy Going. Ja, yeah, das ist das so. Easy Going, ja. Genau, aber ich finde das ja auch lustig, weil wenn jemand sagt, ich bin kompetent, die Person ist kompetent in ihrem Feld, dann würden wir wahrscheinlich nicht erwarten, dass alle eine 1 kriegen, sozusagen. Ja, also das ist ja auch nicht konsistent miteinander. Mhm. Das wird ja auch später nochmal relevant, weil sie gezeigt haben, dass manchmal Eigenschaften sowohl bei den besten LehrerInnen als auch bei den schlechtesten LehrerInnen genannt werden, von unterschiedlichen Leuten natürlich, was ja total nahelegt, dass es abhängig von der Person ist, also sowohl von der Lehrperson als auch von der SchülerIn. Mhm. Also dass unterschiedliche Sachen unterschiedlich wirken. Ja, genau. SchülerIn ist ja total klar. Aber oft, wenn wir über gute LehrerInnen reden, dann haben wir so ein Idealbild im Kopf und nicht sowas wie, das ist halt abhängig von der Person. Und das ist halt mega interessant. Aber genau, bei dem Easygoing, das ist auch so ein typisches Ding. Ja, und was ja auch gar nicht mit diesem streng, aber fair Ding, da passt das ja auch überhaupt nicht zu. Genau. Also es ist nicht, diese Sachen sind nicht konsistent miteinander unbedingt. Das finde ich total interessant. Ja, ja. Okay, bei schlechtesten Eigenschaften, also professionelle schlechte Eigenschaften bei LehrerInnen habe ich mir aufgeschrieben, inkompetent, passt natürlich total, ne? Kompetent, inkompetent. Als Stichwort kam da, hat behauptet, dass Kenia die Hauptstadt von Afrika ist. Ja. Aber das ist halt so ein typisches Ding, dass man sich auch so Wortwahl merkt. So, ja, das finde ich ist so ein typisches Ding für so Anekdoten von schlechten LehrerInnen. Ja, stimmt. Also dass man wirklich sogar die Wortwahl noch, weißt du noch, als Mr. gesagt hat und so das weiter. Stimmt, das habe ich auch aus meiner Schulzeit, so Sachen, dass man weiß, wie irgendjemand was Doofes gesagt hat oder so, was daneben ist. Genau, ja, genau, ich habe mir auch so, ne, also das ist zum Beispiel natürlich immer sowas wie she never worked, also dass die Leute einfach einen faulen Eindruck machen, zum Beispiel, weil die Person zum Beispiel eben nur Filme zeigt oder ja, so. Ja, hier steht, I'm not even sure she spoke French. Ja, genau. Ich war mir nicht mal sicher, ob sie überhaupt Französisch spricht als Französischlehrerin. Ja, ja, also ich weiß ja, ich meine, ich weiß ja zumindest ein bisschen, dass in den USA LehrerInnen ja viel schlechter bezahlt werden und oft auch eben leider ausgebildet werden als bei uns. Und dann kann das ja durchaus passieren, dass jemand für ein Fach eingesetzt wird, weil gerade niemand da ist. Und dann fährt die Person das irgendwie über Filme oder so ab. Ne? Also weil ich weiß auch noch, die Geschichte ist ja dann so, dass da steht irgendwie, ja, die Person hat dann immer französische Filme angemacht mit englischen Untertiteln. und das war sozusagen der Unterricht halt. Ne? Ja, genau. Ja, dann auch was wir vorhin schon mal angesprochen haben bei den Geschichten, die wir aufs Instagram bekommen haben, dieses, was hier genannt wird als irgendwie poor judgment, also irgendwie so fehlende Urteilskraft, dass man das Gefühl hat, die Person kann irgendwie die Sache nicht richtig, also macht irgendwelche Entscheidungen, die einfach unangebracht sind. Ich glaube, ein Beispiel waren Holocaust-Witze. Und das ist natürlich eine Sache. Oder ein Holocaust-Spiel oder so. Ja, oder so. Ja, okay, vielleicht war es ja noch schlimmer. Also schlimm auf jeden Fall. Ja, ja. Aber sicherlich auch solche Sachen, wie da angemerkt wurde bei dem Beispiel bei Instagram, so mit einem Beispiel bringen von einer Boutique. Genau, so quasi eigentlich geschmacklose Witze. Geschmacklos oder so. Ist vielleicht auch gut, genau. Ja, ja. Und unfair war noch dabei. Genau. Das sind die Sachen nicht mehr aufgeschrieben. Ja, die schlechteste Lehrerin. Genau. Aber das waren jetzt so nur die, also nur in Anführungszeichen die professionellen Qualitäten. Ja. Das gibt auch bei den persönlichen auch. Das ist ja auch die Hauptkategorie. Genau. Vor allem bei jüngeren SchülerInnen, wie bei anderen Studien rauskam, dass das die Hauptkategorie ist, die jüngere SchülerInnen bewerten.
Okay, da kam bei der besten LehrerInnen sowas wie, und das ist jetzt interessant, jetzt kommt nämlich eine Eigenschaft, die sowohl bei besten als auch bei schlechtesten LehrerInnen kam, nämlich Uniqueness, ja, also Einzigartigkeit. Ja. Mhm. Oder Exzentrizität. Da wurde als Beispiel sowas wie exzentrisch oder weird genannt, bei den positiven Eigenschaften aber. Und bei den negativen kam auch exzentrisch. Das ist ja total interessant, dass in beiden Kategorien diese Exzentrizität irgendwie vorkam. Und die haben aber auch gesagt in der Studie, dass es oft so ist, dass wenn man exzentrisch als positive Eigenschaft markiert, dann kommt oft noch sowas dahinter wie, sie war immer exzentrisch, aber wir haben mega viel bei ihr gelernt. Mhm, während bei den schlechtesten LehrerInnen nur sowas steht wie, die Person war exzentrisch. Punkt. Also da hatte man, da hat man das Gefühl, da, da fehlt dann irgendwie noch der Fokus. Ja. Nee, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich kenne das ja, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, es ist an der Uni noch mehr und gerade auch in so Fächern wie Philosophie oder so oder eben auch in unseren Fächern gibt es ja oft diese LehrerInnen-Typen, Persönlichkeiten, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, die Person ist irgendwie besonders oder eigen oder so und dann gibt es immer die Leute, die die Person da dadurch besonders cool finden oder Leute, die mit dieser Person gar nichts anfangen können. Ja, voll. Und das ist ja irgendwie, finde ich, interessant. Also, dass ich glaube, dieses Nennen von Exzentrizität oder Einzigartigkeit sagt eben noch gar nichts, weil das kann man ja auch wirklich positiv und negativ sehen. Ne? Also, und exzentrisch kann ja auch sowas sein wie, okay, die Person hat immer einen schwarzen Rollkragenpullover an. Ja. Das ist so das Klischee. Oder die Person, hier war ja als Beispiel genannt, hat an den SchülerInnen gerochen, um rauszufinden, wer gefurzt hat. Ja, genau. Was auch eine absurde Anekdote ist. Ja. Und ich möchte auch kurz darüber reden. Glaubst du, also was ist das für eine schlechte Methode, um rauszufinden, wer gefurzt hat? Ich möchte einmal kurz darüber reden. Stell dir vor, du willst rausfinden, wer gefurzt hat. Ja. Entweder du hörst es ja, ne? Und dann gehst du schnell hin zu den Leuten, um rauszufinden, wer gefurzt hat. Aber dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Oder du riechst es und dann ist es eh schon zu spät, weil es überall ist. Wie willst du das rausfinden? Ich würde fragen, wer von Ihnen hat es gerochen und wann oder so? Also ich meine, ich hätte überhaupt kein Interesse daran, das rauszukriegen. Ich hätte auch kein Interesse daran, aber ich finde die Methodik fehlerhaft. Ja, das stimmt. Das kommt mir nicht wie eine gute Methodik vor und es ist natürlich super unangebracht. Also ich kann mir einen richtig tollen Physiklehrer vorstellen, der durch die Ausbreitung von Gasen irgendwie dann direkt erklären kann, wie er das rauskriegt oder so. Das wäre exzentrisch positiv. Ja, genau. Okay, was kam noch neben exzentrisch? Humorvoll natürlich. Ja, und vor allem auch, ne, ich weiß noch, das Zitat war Sick Humor, also dass jemand auch so einen abwegigen, vielleicht sogar schwarzen Humor hat. Ja. Ist aber auch wieder sowas, wo ich mir denken kann, dass das zweischneidig ist. Es könnte auch unter dieses Poor Judgment oder wie auch immer das hieß, also dass die Leute so ein schlechtes Urteilsvermögen haben und geschmacklose Witze machen. Könnte ja genauso gut wieder schieflaufen, ne? Ja. Bodenständig und attraktiv. Und da habe ich mir natürlich die Wortwahl direkt aufgeschrieben, die genannt wurde bei attraktiv war because boobs, cause dead ass und 10 von 10 body. Und da möchten wir nochmal kurz über das Geschlechterverhältnis Toxic von den Beschädigten. Genau. Falls sich jemand gewundert hat, ob das zum Ausdruck kommt, hier zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Ja. Und, ne, und auch, was auch genannt wird, ist auch wieder so zweischneidig, dieses bei positiven persönlichen Eigenschaften, sowas wie benimmt sich wie ein Freund eine Freundin. Und dann werden später auch so Anekdoten. Wobei das ist eher bei der Beziehung, das kommt später. Ah ja, stimmt, okay, du hast recht. Ja, aber stimmt. Okay. Das wollte ich kurz hinten anstellen. Ja, du hast recht, Habe ich irgendwie falsch notiert. Genau, aber sehr interessant natürlich, dass Attraktivität genannt wird. Aber wie hast du ja schon gesagt, muss man auch mal ein bisschen auf die Demografie gucken und auch auf das Alter von den Leuten, die darüber reden. Aber ist trotzdem interessant, weil das ja auch bei der Filmanalyse bei LehrerInnen rauskam. Und wir werden jetzt auch sehen, bei schlechteste LehrerInnen kommt auch fehlende Attraktivität. Ja, genau. Ja. Also das ist auffällig, dass einfach solche so oberflächliche Körperattraktivitätsmerkmale oder was als Attraktivität gelesen wird, offensichtlich auch eine Rolle spielt dabei, ob jemand als gute LehrerIn wahrgenommen wird. Ne? Mhm. Aber bei den negativen persönlichen Eigenschaften kommt eben auch sowas vor, wie dass die Person permanent abwertend ist. Ne? Das hatten wir auch in den Beispielen, die wir von euch geschickt bekommen haben. Und dass die Leute so ein bisschen cholerisch sind, also viel schreien oder sich schnell aufregen, weil auch zum Beispiel meine Geschichte mit diesem Pfarrer, der sofort Leute beschimpft und Dinge wirft, wenn jemand oder auch mit dieser Geschichte mit dem Stecker, dass man sich so drüber lustig macht, dass Leute den Stecker nicht richtig reinstecken oder was. Ja, genau. Genau, jähzornig, verächtlich. Ja. Ja. Genau, und das war's. Genau, dann, da sagen sie halt dann noch im Anschluss eben dieses, dass es interessant ist, dass
die gleichen Eigenschaften in beiden Kategorien vorkommen, was eben dafür spricht, gegen dieses populäre Bild von der idealen Lehrperson spricht, die für alle so one fits all, haben die, glaube ich, gesagt, dass das einfach nicht stimmt, sondern dass es ganz krass auf die SchülerInnen auch ankommt und wie so dein Geschmack ist. Und das merken wir ja zum Beispiel auch, wie du schon gesagt hast, total krass an der Uni, dass es einfach Leute gibt, die die StudentInnen total anziehen, während andere StudentInnen von ganz anderen DozentInnen Stilen irgendwie angezogen werden. Also ich rede jetzt vor allen Dingen von Methoden und Unterrichtsstilen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch zum Beispiel eine Sache, ne, da habe ich am Anfang nicht so dran gedacht, aber als du das gefragt hast mit Bezug auf mich oder ob ich auf sowas achte, ich habe auch das Gefühl, das ist ja auch wieder ein Vorteil oder das Tolle an der Uni, wenn jemand meinen Unterrichtsstil nicht mag, gibt es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich die Möglichkeit, bei jemand anderem genau die gleiche Leistung zu erbringen, für den Abschluss sozusagen alles zu bekommen und mich nie wieder zu sehen sozusagen, ja. Also ja, klar. Wenn jemand es nicht mag. Das ist natürlich total bequem, während man in der Schule halt ein Mega-Act es halt ist, zum Beispiel zu sagen, ich komme mit diesem Lehrer oder mit dieser Lehrerin nicht klar, dann ist man trotzdem 2 Jahre oder so daran gebunden halt. Das ist natürlich auch was anderes. Deswegen ist ja sozusagen, wie soll ich sagen, deswegen ist schon per se die Aufmerksamkeit auf die, also ich weiß noch genau, wie aufgeregt man dann immer ist in der Schule gewesen ist, wenn man sozusagen in eine neue Jahrgangsstufe mit neuen LehrerInnen kam, wenn man dachte, oh Gott, wie wird die Person sein? Wie wird meine neue Klassenlehrerin sein? Das ist immer es ist so krass, dass es so krass an der Lehrperson hängt, dass du das Gefühl hast, eigentlich ist, weiß ich nicht, Deutsch mein Lieblingsfach, aber wenn ich jetzt Herr so und so kriege, dann läuft es ganz schlecht. Und das war manchmal ja sogar ein Grund dafür, dass man ein Fach in der Oberstufe abgewählt hat, nicht weil man keinen Bock auf Geschichte hat, sondern weil man sehr sicher Person XY bekommen hätte. Ja. Wenn man weitergemacht hätte. Das finde ich schon krass eigentlich. Ja. Genau, man hat eigentlich keine Chance, eine andere Lehrperson zu bekommen. Ja, genau. Ja, aber wir switchen zu der Einwirkung auf die SchülerInnen. Willst du erst die Beziehungsebene oder den längerfristigen Einfluss? Dann machen wir einfach die Beziehungsebene. Ja, okay, dann machen wir die Beziehungsebene. Hast du ja eben schon angefangen. Ja, genau, stimmt. Ja. Willst du das jetzt ausführen, was du gerade sagen wolltest mit dieser wie Freundin? Ach so, ja, genau, das ist ja auch wieder so ein bisschen so, das fand ich nur so ein bisschen zweischneidig, weil da wurden auch so Beispiele genannt wie, ja, wir waren mit der Person was trinken oder was weiß ich, haben gemeinsam geraucht oder sogar Gras geraucht oder was weiß ich. Und das wird dann immer als positiv gezeigt. Das ist natürlich auch immer wieder so, ne, wenn da wieder so andere Beispiele genannt werden, wie manche Leute haben dann unangenehme Annäherungen gemacht oder sowas, ne, also die auch in sexuelle Richtung gehen oder so. Das kann ja sofort schnell umkippen. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so eine Sache, wo ich das Gefühl, was heißt schnell umkippen? Das ist nicht in Ordnung. Also das geht nicht. Ja, nee. Ich meine, dass wenn Leute sagen, jemand ist wie ein Freund oder eine Freundin, wäre ich immer sozusagen so ein bisschen vorsichtig. Ja, ich finde das auch merkwürdig. Genau. Also die haben ja geschrieben, das betrifft primär ProfessorInnen an der Uni. Also die haben ja von allen Jahrgangsstufen von der Grundschule bis zur Uni die Anekdoten genommen. Und dass dieses war wie ein FreundIn war mit dem Kurs noch was trinken nach dem Seminar oder so. Das war ja in Bezug auf diese College-Leute, aber auch kann man ja auch drüber reden, wie man das so findet. Ne? Klar. Genau. Ja. Und ich meine, ich war richtig überrascht. Lass uns erst nochmal über die Positiven reden. Ja, okay, gut. Also behandelt die SchülerInnen wie FreundInnen oder wie Menschen, um es ein bisschen menschlich bisschen wegzubringen, eher so mit ne, so wie Individuen und nicht wie eine Masse von Leuten, vielleicht könnte man sagen. Ja, oder wie eine zu verwaltende Größe, die durch das System geschickt werden muss, sozusagen. Genau, so sondern wirklich wie Individuen. Ja, das wird positiv benannt in Bezug auf die Beziehung LehrerInnen-SchülerInnen, dann unterstützend, dann genau, was positiv erwähnt wird, sind, oder ich glaube 2-3 Mal erwähnt wurde, ist, die Person hatte eine sexuelle Beziehung mit einer Schülerin. Das wurde positiv bewertet. Ja, und da haben da haben halt die Leute, die diesen Aufsatz geschrieben haben, gesagt, sie gehen davon aus, dass diese Geschichten erfunden wurden, weil die halt sehr klischeehaft beschrieben wurden und so typisch für die Zeit auch mit so klischeehaften LehrerInnen, SchülerInnen, Filmen und so Klischees aufgegriffen haben. Deshalb gehen sie davon aus, dass das sich ausgedacht wurde. Und weil sie wenig detailliert waren, das ist ja so eine Sache, wenn ich noch an die Folge hat, wo es eben um diese Gesprächsanalyse mit den besten Geschichten ging, mit William Labov und so. Das ist ja genau sowas, wo man eben merkt, wenn Leute eine persönliche Geschichte erzählen, wird da oft viel ausgemalt oder es werden so subjektive Eindrücke beschrieben, einzelne Geschichten, die davon leben, dass man auch sowas sagt, wie an dem Tag war es besonders kalt. Und wenn solche Details fehlen bei
Erzählungen, so die als authentische Erzählungen markiert sind, ist das genau sofort so ein Zeichen, dass man sieht, das ist eher ausgedacht. Ja, und es wurden halt auch Details wirklich übernommen aus Filmen Sachen. Genau. Aber sowas kriegt, das ist halt auch die Sache, die man dann trotzdem kriegt auf Reddit. Man kriegt halt auch solche Eigenschaften und man zieht natürlich nicht daraus, was macht eine gute Lehrerin aus, sie hat sexuelle Beziehungen mit den SchülerInnen. Das zieht man natürlich nicht daraus, weil das ist natürlich nicht in Ordnung. Ja. Also das ist ja hoffentlich klar. Okay, dann kannst du jetzt aber gerne was zu den negativen Eigenschaften. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich so überrascht war, wie viel da an Negativen genannt worden ist. Die Leute, die die Studie gemacht haben, haben ja sogar gesagt, wir hatten eigentlich vor, daraus eine Kategorie zu machen, mussten dann aber trennen in physische und verbale Gewalt, weil es da so viel Missbrauch gab. Ne? Also, was weiß ich, dass Leute sowas gesagt bekommen haben, wie du wirst XY nie verstehen oder nie schaffen oder irgendwelche komischen Bathroom Rules, also sozusagen Klogangregeln, wo Leute dann daran gehindert worden sind, irgendwie auf Toilette zu gehen, bis sie sich in die Hose gemacht haben. Nicht ganz so schlimm, aber auch stressig finde ich, wenn man nicht trinken darf. Ja. Genau. Also weil das halt so eine Sache ist, wo man sich dann plötzlich nicht mehr konzentrieren kann oder so, weil man 90 Minuten lang nichts trinkt oder was. Ja, wobei bei einem Beispiel von diesem Negativen musste ich auch total an dich denken, nämlich dass irgendjemand den kleinen SchülerInnen einfach gerade heraus gesagt hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Das würde ich aber nicht machen. Also ich würde nicht gegen die Erziehungsberechtigten angehen. Okay, aber gut. Ich finde es nämlich in Ordnung. Falls ihr nicht das, worüber wir reden, sucht mal die Folge mit dem Weihnachtsmann raus. Ja, ob man seinen Kindern vom Weihnachtsmann erzählen sollte. Genau. Ja, als Beispiel für physische Gewalt war da, hat ein Kind in den Kühlschrank gesperrt. Da dachte ich, was ist denn das für eine Geschichte? Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Furchtbar. Genau, und sonst sowas wie entmutigend, verletzend und sexuelle Belästigung wurde da auch gezählt. Ja, genau. Also es gab sogar verbale, physische und sexuelle Belästigung. Drei Kategorien. Ja, stimmt. Das ist richtig krass. Also alleine, dass das so oft vorkommt, dass man diese Kategorien macht, ist wirklich sehr bedenkenswert. Ja, voll. Bedenklich. Ja. Naja, wobei, ne, ich schätze, es waren ja höchst wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nachher im US-amerikanischen Raum. Oder wir können Diesen Kanadierinnen, die Wissenschaft. Die haben ja mal auf Reddit gesucht. Ja, genau. Ja, englischsprachiger Raum wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, aber. Es gibt ja auch deutsche Subreddits und so, also insofern gehe ich davon aus, dass das sich wahrscheinlich auf amerikanischsprachige Räume bezieht. Worst Teacher, ja, genau. Aber klar können da auch deutsche UserInnen, die auf Englisch geschrieben haben. Ja, klar. Müsste man sich jetzt bei der Demografie angucken, was jetzt die häufigste ist. Ja, das ist halt genau wieder dieser Reddit-Nachteil, dass man sowas dann nicht weiß. Genau. Aber vielleicht noch, um das mit einer positiven Note zu beenden, also was sozusagen im Kern bei dieser Beziehung zwischen LehrerInnen und SchülerInnen als besonders positiv wahrgenommen wird, ist immer, wenn die Leute so nachhaltige Effekte durch extra Aufwand erzielt haben. Also sowas wie jemand hat extra für mich nochmal, was weiß ich, irgendeine Schülerin hat dann beschrieben, dass sie schwanger geworden ist im Laufe der Schulzeit und eigentlich dann nicht mehr zur Schule gehen durfte, aber durch so ein NachhilfelehrerInnen, die dann von jemandem extra besorgt worden sind aus der Schule, hat sie es dann trotzdem noch geschafft, den Abschluss zu machen oder sowas. Ja. Das ist ja immer, wenn jemand sozusagen über seine regulären Pflichten hinaus dafür gesorgt hat, dass jemand anders einen nachhaltig positiven Effekt hatte, das wird so mit am positivsten wahrgenommen. Ich meine, zu Recht ja auch. Zu Recht, ja. Gut, kommen wir gleich zum Einfluss. Ne? Das ist ja die letzte Kategorie, also längerfristiger Einfluss auf die SchülerInnen. Und da wurde eben bei den LieblingslehrerInnen sowas gesagt wie, okay, die Person holt das Beste aus den SchülerInnen raus und hat dadurch eben, und das waren halt dann primär diese Geschichten, die ich ja auch kurz erzählt habe, die wir auch gehört haben bei der Geschichte mit dem Matheunterricht, eben dieses, die Person hat so einen langen Einfluss auf mich gehabt, dass ich heute noch darüber rede, dass die Person mir total viel gebracht hat. Ja, oder du bei deiner Englischlehrerin vorhin und so. Genau. Genau. Nee, und ich fand auch, die Zitate sind auch wieder spannend, ne? Sowas wie shaped my youth and life. Also es ist ja so, ist ja voll spannend, dass man irgendwie jemand wahrnimmt, der die eigene Jugend und auch damit das eigene Leben geprägt hat. Oder so alle Skills, die ich im Malen oder Zeichnen habe, verdanke ich dieser Person oder sowas. Ne? Ist ja auch voll interessant halt. Ne? Oder irgendjemand anders schrieb sowas wie, durch diesen Lehrer bin ich überhaupt darauf gekommen, dass sowas wie Webdesign gibt und das ist jetzt mein Job oder sowas. Ja. Ne? Das ist ja natürlich dann so sehr starke Auswirkungen halt, genau. Mhm. Was ich aber interessant fand, waren so ein paar Sachen, die sie letztlich dann daraus ziehen, dass zum Beispiel Aber wollen wir noch über die schlechtesten LehrerInnen Genau, da kam mal eben sowas wie, ich habe bei dieser Person überhaupt nichts gelernt und noch negativer, die Person hat irgendwie mein Fähigkeits-Selbstkonzept oder mein Selbstbewusstsein
nachhaltig negativ beeinflusst. Ja, ja, ne? Genau. Ja. Also es wäre ja auch sowas wie, wenn wir diese eine Geschichte mit dem Matheunterricht, wenn das jetzt schlecht gelaufen wäre, hätte es ja auch sowas sein können wie, okay, ich, seitdem weiß ich, dass ich schlecht in Mathe bin, weil ich halt einmal diese Person hatte, die mir gezeigt hat, dass ich nichts kann. Ne? Oder wenn du sowas rückgemeldet bekommst wie, okay, wenn du diese Frage stellst, dann ist offensichtlich Physikunterricht nicht dein Ding, dann kann das ja total krass auf dein Fähigkeits-Selbstkonzept in Bezug auf das Fach Physik eben nachhaltig negativ beeinflussen. Ja, ja. Okay, jetzt darfst du. Ja, genau, nee, also genau, weil das fand ich irgendwie mit am interessantesten, dass die so was anderes zitieren, was ich auch noch aus meinem Psychologiestudium kenne, dass es nämlich so diese Untersuchungen gibt, die mal wieder zeigen, dass männlich gelesene Personen typischerweise, wenn, sag ich mal, wenn denen, wenn sie erfolgreich sind, dann führen sie es typischerweise auf ihre eigenen Fähigkeiten zurück, während wenn weiblich gelesene Personen erfolgreich sind, führen sie es auf die Umstände zurück. Also sagen tendenziell eher sowas wie, ja, da hatte ich Glück, während, also während versus eine männlich gelesene Person würde ja sowas sagen wie, da habe ich mich genau richtig vorbereitet oder so. Genau, ja. Und bei Misserfolg ist es genau andersrum. Misserfolg führen Leute, die sich als Frauen sehen, häufig auf sich selber zurück, so nach dem Motto, okay, ich habe in der Prüfung nicht bestanden, weil ich dumm bin, zum Beispiel. Ja. Während Leute, die sich als Männer verstehen, eben sowas sagen wie, okay, ich hatte halt Pech, weil die Aufgabe dran kam, die habe ich halt nicht gelernt. Ja, genau. Sozusagen, das ist genau umgedreht. Und das Erste ist natürlich das, was eigentlich besser ist. Ja, klar. Also fürs genau. eigene für Selbstbild ist es natürlich genau, besser, wenn du es so attributierst, genau. Ja, und das Spannende ist natürlich, wenn man jetzt wieder das sozusagen mit einrechnet dahin, dass man bei Reddit circa 70% männliche Personen hat, dass die natürlich dann, wenn sie negative Lernsituationen beschreiben, was ist dann natürlich das Problem? Nicht ihre eigene Fehlerhaftigkeit, sondern dass der Lehrer schuld ist. Halt, ne? Und deswegen kommen ja auch überwiegend dann negative Geschichten zusammen, wenn man dann irgendwie sagt, ja, da und da habe ich nichts gelernt, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass der Lehrer schlecht war, nicht, dass ich zum Beispiel unvorbereitet war oder gerade in der Pubertät war und keine Lust hatte oder sowas. Ne? Mhm. Und das finde ich irgendwie wichtig, dass sie das erwähnt haben. Einfach. Ja, gesagt, ja, sagen sie auch. Deshalb wäre es auch interessanter zu gucken, wie das in einem eher ausgeglicheneren Setting als jetzt bei Reddit wäre. Ja. Genau. Ja, genau. Also das sind jetzt sozusagen die zentralen Erkenntnisse oder Ergebnisse oder Muster, die rauskommen in Bezug auf diese vier Größen, also persönliche und fachliche Kompetenzen, dann eben die Beziehung zu den SchülerInnen und auch die Einwirkungen auf die SchülerInnen. Mhm. Ja, und dann haben wir ja ganz am Anfang gesagt, Sie haben zusätzlich noch geguckt, wie ist das mit Geschlecht, Fach und Jahrgangsstufe. Und da kamen ja auch ganz interessante Sachen raus. Und zwar zum einen in Bezug auf Geschlecht, also Geschlecht der Lehrperson. Mhm. Und zwar sind da die LehrerInnen, die besten LehrerInnen sind, zu 65% männlich, während die LehrerInnen, die als die schlechtesten LehrerInnen gelten, 60% weiblich sind. Das heißt, weibliche Lehrerinnen sind die schlechteren Lehrer, laut Reddit. Genau, genau. Und aber sie haben die 10 of 10 Bodies, ne? Ja. Genau. Also, genau. Ja, ja. Nee, also klar, ist wieder dieses Übergewicht der jungen Männer auf Reddit, was. Also wahrscheinlich. Das können wir natürlich nicht sagen, weil sie haben auch eine Studie zitiert, ich glaube, bei College-ProfessorInnen, wo es auch ein Bias gab, männliche Professorin zu bevorzugen, weiblichen gegenüber. Ja, deshalb, da weiß ich natürlich nicht, wie die Studie aufgebaut war. Das haben die einfach so zitiert. Ne? Das heißt, wir können jetzt nicht direkt sagen, das liegt daran, dass Reddit-UserInnen primär männlich sind und jung. Aber es ist natürlich ein Erklärungsansatz. Ja. Aber es kann auch an anderen Gründen liegen. Zum Beispiel, dass man vielleicht dass man überhaupt egal welches Geschlecht man selber hat, Stereotypen gegenüber weiblichen Lehrerinnen und männlichen Lehrern hat. Klar. So, also ich habe auch eben gedacht, dass es dieses, ich meine, das hat ja auch was mit Geschlechterstereotypen auf einer anderen Seite zu tun, nämlich Folgendes. Das ist ja auch, gerade wenn man sich Populärkultur anschaut, gibt es ja diese typischen Erzählungen über so sage ich mal, männliche Mentorenfiguren sind einfach typischer, ja. Und da, ich habe das Gefühl, da gibt es. Wobei bei der Filmanalyse stand, das sind hauptsächlich Frauen, ne? Die positiven. Aber die sind, ich meine, bewusst ja Mentoren und nicht so Leute, die dich prägen und dir was beibringen werden. Ist mein Eindruck so typischerweise männlich gelesen oder so. Professor X bei den X-Men oder Gandalf oder was weiß ich, ganz viele Leute, die man sich so vorstellt, die man so. Die leitenden Personen sind für jüngere Figuren oder so, die Orientierungspersonen. Ja, hier, wie heißt der Direktor von.
Harry Potter. Dumbledore. Dumbledore, ja, wenn man dann sowas wie, dann hast du Dumbledore versus, was weiß ich, diese schlechte Lehrerin, diese böse. Umbridge. Genau, Umbridge oder so, ne, ist ja zufällig eine Frau, die schlechte Lehrerin ist und so. Mhm. Also ich habe das Gefühl, es gibt schon eher. Und beim auch McGonagall hast du auch. Ja, ja, klar, natürlich gibt's die auch. Und so, ne? Also, ja, Harry Potter ist vielleicht nicht das beste Beispiel. Gut, alles klar. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Ja, ja. Ich denke auch, man muss auch, also ich glaube, dass sowas wie Strenge bei Männern und bei Frauen auch anders gewichtet ja, wird. Ja, zum Beispiel. Genau. Na, du hast dann immer diese Vorurteile Frauen gegenüber, dass sie zum Beispiel hysterisch sind und zickig und so diese ganzen Sachen. Wenn eine Person so eher negative, strengere, starre oder nie, so wenig humorvolle Eigenschaften hat, aber zum Beispiel sehr kompetent ist, das wird bei Männern, glaube ich, oder auch so Exzentrik, könnte ich mir vorstellen, dass bei Männern eher anders verstanden wird als bei Frauen. Mhm. Das ist aber nur mein Eindruck. Ja, ja, doch, aber genau auf sowas wollte ich hinaus, weil es einfach mehr Muster oder Schemata gibt in unserer Sprache, in unseren Erzählungen aktuell noch, die eher auf sozusagen, wie soll ich sagen, männlich gelesenen Personen mehr, ja, bei männlich gelesenen Personen wird dann eben Einzigartigkeit eher positiv gelesen, bei weiblichen oft als seltsam sozusagen. Mhm. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das spiegelt sich auch in all diesen Belegen immer so ein bisschen wider, dass man irgendwie merkt, eine Frau wird halt irgendwie nach ihrem Körper bewertet oder irgendwie sowas, ne, wenn da diese 10-10 Buddies oder sowas vorkommen. Cross dead ass. Ja, genau. Und an all solchen Sachen merkt man dann irgendwie, dass da doch diese ganzen Stereotype eine Rolle spielen. Und genau das, was du sagst, ne, man kann bei einer Frau, ist es irgendwie typisch her zu sagen, die ist hysterisch oder irgendwas. Und dann kann man das sofort irgendwie schlecht attribuieren, wenn eine Person so ein Verhalten zeigt. Halt, wenn bei einem Mann das passiert, sagt man vielleicht, der hat jetzt einen schlechten Tag gehabt. Aber, er ist doch nicht. Und ich habe das Gefühl, man verzeiht Männern auch eher so eigenbrötlerisch und so ein bisschen wenig sozial zu sein und bei Frauen nicht, weil man auch diese Figuren nur aus der Popkultur kennt. Ne? So Sheldon Cooper zum Beispiel, der halt so ein Genie ist, aber super unsozial. Mhm. Das findet man nicht so oft bei Frauen. Ja, und wenn, wird es vielleicht eher negativ gelesen. Aber das sind alles nur Hypothesen von uns. Wie gesagt, man müsste sich dann noch andere Studien angucken. Aber es ist schon sehr auffällig, dass weibliche Lehrerinnen hier als die schlechtesten und die besten Lehrer sind männlich. Ja. Und das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass männliche Lehrer besser sind als weibliche Lehrerinnen. Das ist natürlich Quatsch. Aber das Image sagt es uns. Und das ist ja schon eine Sache, die interessant ist und wo man sich angucken muss, woher kommt das denn? Ja, man könnte sozusagen vielleicht es so zusammenfassen, ein Mann muss weniger Aufwand betreiben, um als gute Lehrperson gelesen zu werden, als eine Frau. Mhm. Das ist sehr interessant, finde ich. Also ja. Das würde ich schon, also könnte man, glaube ich, schon ganz gut draus schließen. Und die beiden Autorinnen wollen ja auch darauf hinaus, dass eines der Ziele ist ja, sozusagen das gesellschaftliche Image reflektieren zu lernen, dass man irgendwie versteht, welche Muster schweben schon in den Köpfen herum und wo kann ich da vielleicht eben anknüpfen, ja, um mich selber auch zu positionieren. Allein finde ich eben so eine Erkenntnis wie, es gibt nicht den perfekten Lehrer oder die perfekte Lehrerin, sondern es gibt perfekte LehrerInnen, ja, im Plural, aber nicht die perfekte Lehrerin, sondern man kann ja sagen, für solche Lerntypen ist vielleicht eher diese Art von Verhalten gut, aber ich habe ja auch vielleicht auch noch die und die Leute in meinem Kurs, dann sollte ich auch irgendwie einen anderen vielleicht mich selber ein bisschen mehr strukturieren, auch wenn ich irgendwie charmant und kumpelhaft bin, reicht das nicht oder so, ja, dass man vielleicht so ein bisschen guckt, welche Eigenschaften decke ich vielleicht so per se von meiner Kommunikationsweise ab, die ich über mein Leben eh schon gelernt habe, aber was sollte ich noch mit hinzuziehen, ja, also so wie eben, was ich selbst zum Beispiel bin ja eher jemand, also ich bin eigentlich nicht unbedingt ultra strukturiert, aber wenn es um andere Leute geht, eben meine Studierenden zum Beispiel, bin ich super strukturiert, weil ich weiß, dass es die auch entlastet und mich auch entlastet, weil ich mir auch komisch und inkompetent vorkomme, wenn jemand sagt, was ist denn der Plan oder was kommt denn, wann ist denn das und das Thema? Oder wann, ja, und auch immer wieder sich Feedback einholen, ne? Weil nicht, dass man da so das Gefühl hat, okay, das hat jetzt bei der einen Lerngruppe gut funktioniert, jetzt werde ich mein ganzes Leben lang so unterrichten, sondern einfach zwischendurch so anonyme Feedback-Runden einführen. Das könnte ja auch ein Rückschluss sein, um zu gucken, wie kommt das jetzt bei der speziellen Lerngruppe an und bei den speziellen 20 Leuten in meinem Kurs oder so zum Beispiel. Ja.
Ja, nee, finde ich voll gut, weil ich weiß auch, bei uns gibt es ja auch an der Uni immer wieder so Bögen, die ja verteilt werden mit so. Ja, aber das sind echt, die sind echt nicht gut, ne? Ich weiß, aber die werden ja immer besser, finde ich, weil ich kenne auch Leute, die in dieser Kommission sind, wo man dann wirklich hingehen kann und sagen kann, diese Frage macht bei uns keinen Sinn, weil, aber die ist auch vielleicht so eine Frage dazu, also die sind immer besser geworden mit der Zeit. Und ich weiß ja auch, dass die so funktionieren, dass die Ergebnisse werden an die einzelnen Personen geschickt, sodass nur ich weiß, was mir gefeedbackt wurde und ich kann das dann teilen. Ich habe schon ein paar Mal erlebt in so Gremien bei uns, dass Leute sich dann über diese Fragebögen ärgern und sowas sagen wie, ja, ich habe hier ein schlechtes Ergebnis, aber ich habe genau diesen Unterricht schon mal gemacht, da lief das super und ich nehme das hier also gar nicht ernst, weil diese Gruppe war irgendwie daneben. Ne? Und das, wenn jemand sowas sagt, finde ich auch eher so, es ist halt wie ist ja immer Kommunikation, es ist immer so ein zweiseitiger Prozess und ich kenne das halt auch von mir, weil ich manchmal sowas habe wie, ich muss zweimal hintereinander das Gleiche unterrichten oder sowas, sicher sowas wie ein Seminar wie Grammatik, wo halt echt viele durch müssen, hatte ich zum Beispiel manchmal sowas wie Montag 8 bis 10 und Montag 10 bis 12 Grammatik, jeweils mit anderen 30 bis 40 Leuten. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie mit Gruppe 1 ein wunderbares Lehrerlebnis gehabt und bei Gruppe 2 lief das irgendwie nicht so gut. Und ich hatte immer die Erwartung, hä, wieso, bei den anderen hat es doch geklappt und so. Aber irgendwann konnte ich mich dann davon lösen oder so und habe das dann irgendwie besser hingekriegt. Aber das ist auch so eine Übungssache oder so eine Gewohnheitssache, sich immer wieder auf neue Leute einzulassen, auch wenn man die Themen schon kennt, zu gucken, wie kriege ich jetzt diese Gruppe neu dazu, das zu verstehen halt, ne? Ja, also genau, man kann das auch unabhängig von diesen Feedbackbögen, ich mache das einfach immer so in der Hälfte des Semesters oder so, mache ich selbst so einen Feedbackbogen, den ich dann so anonymisiert, also wo die Studierenden mir anonymisiert irgendwie rückmelden können, wie sie es finden und ich lerne da immer sehr viel so. Und viele Sachen sind oft gleich, aber es gibt immer wieder Unterschiede und da muss man einfach sich drauf einlassen, finde ich. Und dann einfach gucken, okay, was wird mir da zurückgemeldet? Soll ich das wirklich machen? Mhm. Vielleicht spreche ich das nochmal an, frage nochmal ein bisschen näher oder so. Aber das ist eine Sache, die echt wichtig ist, glaube ich. Mhm. Okay, ja, mich würde vielleicht abschließend... Ja, aber es gibt noch eine Sache, die hier noch gesagt wird, nämlich in Bezug auf Jahrgang und Fach. Ach so, ja, sorry, das habe ich total vergessen, aber ich habe es mir notiert. Ja, klar. Mhm. Also, was sie noch rausgefunden haben, eine interessante Sache, ist, dass sie sagen, die besten LehrerInnen kommen größtenteils aus dem Highschool-Setting, also was ist denn Highschool? 10. bis 13. Klasse oder was wäre das Äquivalent? Ja, ne, weil davor ist ja Mittelschool. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich bin beim amerikanischen Schulsystem super unsicher. Während bei den schlechtesten LehrerInnen gibt es so ein Mittelfeld zwischen Highschool und Grundschule. Aber das fanden sie irgendwie interessant, dass dabei gerade bei den positiven LehrerInnen so viele Lehrerinnen aus der Highschool kamen. Da haben sie irgendwie drüber nachgedacht, woran das liegen könnte, ob das irgendwie so eine krass prägende Zeit ist, gerade für die positiven Bilder und so, während es bei den negativen Bildern ja sowohl Grundschule als auch Highschool gab. Ja, ja. Weiß nicht, ob man da was Interessantes draus ziehen kann, aber es ist zumindest erstmal eine Beobachtung, über die man vielleicht nachdenken könnte. Mhm. Ja, ich habe halt schon gedacht, dass vielleicht auch einfach Leute, also das ist natürlich auch wieder nur so eine wilde Hypothese von mir, dass man wie du gesagt hast, wenn man später noch älter ist oder nach der Schulzeit, merkt man eigentlich, war dieser Lehrer, diese Lehrerin gut, dass man vielleicht auch einfach mit dem Älterwerden ja auch mehr Kriterien entwickelt, um zu merken, was vielleicht gute LehrerInnen ausmacht und dann ein differenzierteres Bild hat oder so, dass man irgendwie das besser einschätzen kann. Und ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber da haben die, glaube ich, auch drüber geredet, dass man in der Grundschule eher die gleiche Lehrperson für viele Fächer hat, während du ja in der Highschool sehr viele unterschiedliche LehrerInnen hast. Und dass du deshalb vielleicht auch viele Negativbeispiele aus der Grundschule hast, weil du halt da immer nur diese eine Person hast. Und wenn es dann schlecht läuft, dann läuft es natürlich richtig schlecht, weil du die Person überall hast. Oder keine Ahnung, in der Grundschule läuft in Amerika, ehrlicherweise. Und in der Highschool kannst du dir ja auch so Kurse zusammensuchen, dass du da vielleicht mehr positive Bilder, vielleicht sowas. Ja, stimmt. Genau, und in Bezug auf die Fächer ist ihnen halt aufgefallen, dass die... Also es ist jetzt keine krasse Erkenntnis, also ist nicht super auffällig, aber die besten LehrerInnen kommen häufig aus den Social Science, also aus den Sozialwissenschaften. Und aus den Sprachfächern. Und aus den Sprachfächern, während die schlechtesten LehrerInnen Mathe und IT zum Beispiel sind, aber auch nicht richtig krass. Also es ist nicht so eine krasse Prozentzahl, dass du jetzt sagen würdest, boah, das ist aber auffällig, sondern wenn man schon gucken will, wo kommen die eher schlechten LehrerInnen-Erfahrungen her, dann ist es halt häufig Mathe oder sowas wie IT. Also so Computerkram. Ja, genau. Oder halt Naturwissenschaften. Aber es ist nicht super auffällig. Aber das ist ja auch eine Sache, die sich so mit den Intuitionen deckt. Ne? Man hört häufiger schlechte LehrerInnen-Geschichten über Mathe und Naturwissenschaften, habe ich das Gefühl, als über, weiß ich nicht, Geschichte oder so.
also nur so von der Intuition und von dem Verhältnis her. Natürlich gibt es so Ausnahmen und wir gucken uns ja auch nochmal, wie gesagt, vielleicht diese Mathe-Geschichte mal an, woher das vielleicht auch rühren kann. Ja. Aber das ist ja eine interessante Sache, die da noch rausgekommen ist. Jetzt bin ich auch fertig mit den Sachen, sorry. Nee, du hast recht, ich habe das in so einen komischen Kasten geschrieben, weil mein Zettel fast voll war und habe ich es übersehen. Aber genau, ich wollte eigentlich nur noch so ein bisschen abschließend fragen, weil jetzt haben wir so, ne, das Ziel ist ja so ein bisschen sozusagen sich selbst als Lehrperson besser ein bisschen reflektieren können, zu gucken, welche Bilder man vielleicht auch versucht, finde ich zum Beispiel so eine Sache, welche Bilder man versucht vielleicht zu erfüllen oder auch überzuerfüllen, obwohl es vielleicht gar nicht geht, weil man nicht alle diese Eigenschaften gleichzeitig abdecken kann. Mhm. Ich kann eben nicht gleichzeitig der lockere, aber strenge, aber irgendwie faire Lehrer sein oder so. Deswegen wollte ich dich mal fragen, hast du eigentlich, also erinnerst du dich vielleicht daran, als du wusstest, du fängst jetzt an der Uni zu unterrichten, hast du dir da irgendwie überlegt, wie konstruiere ich mein Image? Also bis dahin hast du nicht diesen Satz gesagt, dass du da gedacht hast, aber hast du dir auch überlegt, so ich will die und die Art sein oder ich fände den und die Art von Unterricht gut. Hast du dir dazu Gedanken gemacht, konkret? Gute Frage, ist ja schon ein bisschen länger her. Ich glaube, meine größte Angst vorher war auf jeden Fall nicht ernst genommen zu werden, weil ich als ich angefangen habe zu unterrichten, war ich eher jünger und dann noch eine Frau und dann bin ich auch eine Person, die eher klein ist. Also ich bin jetzt nicht super klein, aber sicherlich sind viele Studierende größer als ich. Ja, ja. Und dann dachte ich, okay, und ich bin halt auch eine Person, die eher locker ist und humorvoll und ich laufe auch mit Bandshirts rum und ich hatte irgendwie Angst, dass Leute mich vielleicht nicht ernst nehmen deswegen. Und deshalb habe ich überlegt, ob ich irgendwie, wie es schaffen kann, als Autorität aufzutreten. Aha. Aber ich habe es dann irgendwie nicht gemacht. Also nicht, zumindest nicht absichtlich. Ich habe dann einfach gedacht, okay, ich will mich jetzt auch nicht als eine Person inszenieren, die ich nicht bin. Und deshalb bin ich einfach ich selbst gewesen und habe dann einfach versucht, selbstbewusst aufzutreten. Ich habe auch eine eher laute Stimme, deshalb hat das irgendwie, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ich hatte auch nie negative Erfahrungen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mich jemand nicht ernst genommen hat, zumindest nicht so face-to-face. Ja, also meine Angst hat sich nicht bestätigt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht unterbewusst irgendwas gemacht habe, um dem entgegenzuwirken. Aber zumindest habe ich nichts bewusst gemacht, um dem entgegenzuwirken. So, das könnte ich vielleicht dazu sagen. Weil sonst weiß ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war das meiste, über das ich nachgedacht habe, bevor ich angefangen habe zu unterrichten. Nee, ich habe auch nur gefragt, weil ich habe auch gemerkt, ich habe darüber überhaupt nicht nachgedacht. Also ich habe über so strukturelle Sachen nachgedacht, wie ich das machen will. Also sozusagen, ne, was letztlich sowas wie auch, wie strukturiert will ich eigentlich sein? Also will ich am Anfang schon in der ersten Sitzung einen Plan verteilen, was in der ganzen, im ganzen Semester passiert? Und dann habe ich natürlich auch voll oft über sowas nachgedacht, wie was mache ich, wenn jemand eine Frage stellt, die ich nicht beantworten kann. Ja, okay, stimmt, da habe ich auch drüber nachgedacht. Genau, genau, wie gehe ich damit um? Also habe ich wirklich bewusst drüber nachgedacht, ob ich mir schon vorher eine Strategie zurechtlege oder so. Und habe dann irgendwie relativ schnell entschieden, so, okay, wenn ich was nicht weiß, dann sage ich einfach so, ah, tut mir leid, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet, ich gucke nach oder so und muss das dann auch ein-, zweimal machen. Ja, ja, voll. Und dann danach muss man es dann ja auch nicht mehr machen, weil man ja schon mal nachgeguckt hat und weiß, dass diese Frage vorkommen kann und so. Genau, aber ich fand das auch spannend, weil die eben sagen, ne, wir wollen darauf hinaus, dass die Leute ja, wenn sie in so einen Beruf gehen, ja auch reflektieren müssen, welche Images und öffentlichen Bilder sich sozusagen von Lehrpersonen da hindurch bewegen. Mhm. Und ich weiß ja auch selber von mir, wenn man so studiert und darüber spricht oder auch in der Schule ist, welche Art von LehrerInnen man mag, sowas wie ach ja, die magst du ja oder den magst du ja nicht, das ist ja eher so dein Lehrertypus, über sowas redet man die ganze Zeit, aber in dem Moment, wo ich selber dann auf die andere Seite gewechselt bin, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Wahrscheinlich unterbewusst schon, ne? Also jetzt, als ich nochmal kurz drüber nachgedacht habe, dachte ich auch, eine Sache, über die ich mir schon Gedanken gemacht habe, ist, ich bin ja ein introvertierter Mensch und ich stehe echt nicht gerne im Mittelpunkt. Und das ist ja eher konträr mit dem, was man dann macht, ja, wenn man wirklich vor dem Seminar steht. Und ich glaube, ich habe das nicht bewusst gemacht, aber unterbewusst, weil das auch mein Unterrichtsstil ist, was aber natürlich auch mit meiner Persönlichkeit zusammenhängt, dass ich dann einfach für mich beschlossen habe, ich bin halt nicht die Lehrperson, die da vorne steht und den Studierenden erzählt, was jetzt in dem Text steht, also die so eine als Seminar getarnte Vorlesung hält, sondern ich bin halt jemand, ich versuche vor allen Dingen die Studierenden reden zu lassen. Das hängt aber auch mit meiner Art, wie ich das Gefühl habe, wie gute Seminare funktionieren zusammen. Aber vielleicht ist das auch so ein Coping-Mechanismus trotzdem gewesen, weil ich dann das Gefühl habe, der Fokus liegt nicht mehr so krass auf mir, sondern auf den Leuten. Ja. Also vielleicht ist das noch eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist. Und was ich noch aus dem Lehramtsstudium, ich habe ja Lehramt studiert, noch weiß, ist, wir mussten das auf jeden Fall am Anfang reflektieren. Also wir mussten so
sowohl so einen Text schreiben, warum will ich Lehrerin werden, als auch, wenn ich mich recht erinnere, so einen Text schreiben über eine Person, die uns geprägt hat, also eine Lehrerin, entweder positiv oder negativ. Also da wird drüber geredet im Lehramtsstudium, bewusst. Und es wird auch, glaube ich, auch negativ gesehen, dass man Lehrerin werden will, weil man genauso einen Unterricht machen will wie der eigene Lehrerin, weil das ja auch was Negatives sein kann, wenn man das Gefühl hat, man möchte nur einer Person so nachahmen irgendwie, und dann trägt man ja auch so eine alte Tradition weiter, die vielleicht aber auch veraltet ist, also dass man so mehrschneidig irgendwie sieht. Ja, das stimmt. Wird auf jeden Fall gemacht im Studium, da erinnere ich mich dran. Ah ja, krass, ja. Nee, gut. Also ja, dann vielleicht, ich glaube, das war so alles, was ich zu der Studie zu sagen habe. Dann würde ich euch noch die Frage mitgeben, so, ja, was denkt ihr eigentlich? Habt ihr euch vielleicht bei einigen dieser Muster wiedererkannt, dass ihr so auch eure alten LehrerInnen einschätzt? Oder wenn ihr jetzt auch noch in der Schule seid, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, inwiefern prägen euch diese Bilder noch? Gibt es da irgendwelche Erwartungen, die ihr an euch selber stellt, die vielleicht zu hoch sind, wenn ihr selber unterrichtet? Oder würdet ihr sagen, entsprechen die LehrerInnen, die ihr habt, oder auch HochschullehrerInnen, auch diesen Stereotypen? Ich finde, all das finde ich ganz spannend, wenn ihr uns dazu Feedback schicken könntet. Ja, genau. Teilt uns gerne mit, wie ihr die Studie fandet, wie ihr die Ergebnisse fandet und was ihr sonst noch dazu zu sagen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.